Einen wunderschönen, ich grüße euch. Ich denke, es haben so einige Leute auf dieses Video gewartet. Und lange Rede, kurzer Sinn. Was wäre, wenn die Geschichte der Bibel nicht so stattgefunden hat, wie es geschrieben steht? Die Bibel ist ein spirituelles Buch, das gefälscht wurde, damit gewisse Dinge nicht ans Licht kommen. Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen. Vielleicht ist es schon jemand aufgefallen, dass ich in meinen Videos ab und zu die Stadt Braunschweig erwähne. Es ist die Stadt, in der ich geboren wurde und lebe. Diese ist es, welche die Hauptrolle in der wahren Geschichte spielt. Das Wahrzeichen von Braunschweig ist der Braunschweiger Löwe. Hier ein Foto von dem Jahre 1885 mit dem Original. Hier nochmal ein Foto von 1932, auch noch mit dem Original. Das Original wurde 1943 in Sicherheit gebracht vor den Bombenangriffen auf Braunschweig. Und heutzutage steht er in der Burg Dankwaderode, wo ein Schild draußen vorsteht, ungezähmt seit 850 Jahren. Und ich zeige euch mal den originalen Burglöwen. Das heißt, man kommt rein und gleich rechts schaut er euch an. Und das ist das Original aus dem 12. Jahrhundert. Und diese Anordnung alles, wie wir es schon gesehen haben beim Reinkommen, hat einen Sinn. Denn direkt dahinter ist der Umhang von Kaiser Otto IV., dem Sohn von Heinrich des Löwen. Und wie gesagt, dass er direkt hinter dem Löwen kommt, hat einen Sinn. Denn alles wird uns unterbewusst gezeigt. Sogar allein, wie Objekte im Museum aufgestellt sind. Gerade in einem Museum. Und das ist der echte Löwe von Heinrich des Löwen, den er damals aufgestellt hat. Und die Anordnung, wie ich schon meinte, hat einen Sinn. Denn wir sehen hier vier Schaukästen um den Löwen drumherum. Und das Erste, was mir in den Kopf kam, war der Marienaltar. Und der gehört zu den wichtigsten Ausstattungsstücken des Braunschweiger Doms. Er wurde 1188 von Herzog Heinrich dem Löwen und seiner zweiten Ehefrau Mathilde gestiftet und am 8. September 1188 von Bischof Adelox von Hildesheim im Dom geweiht. Der Marienaltar hat als einziger Altar die über 800-jährige Geschichte des Doms überdauert. Und der Marienaltar steht auf fünf Säulen. Die fünf Grundpfeiler der Freimaurerei sind Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Toleranz und Humanität. Dieses wird uns symbolisiert über die Aufstellung des Löwen und die vier Schaukästen. Und dass direkt dahinter der Umhang von Kaiser Otto kommt, seinem Sohn, hat einen Sinn, denn erst kommt Heinrich der Löwe, welcher halt eine ganz, ganz wichtige Rolle in der Geschichte dieser Welt spielt. Denn die Geschichte Braunschweigs und Heinrich des Löwen sind einzigartig in dieser Welt. Das werdet ihr noch mitbekommen. Aber erstmal zu den Daten vom Burglöwen. Der Burglöwe besteht aus Bronze. Sein Gewicht sind 880 Kilo. 88. Die Höhe ist 1,78 Meter. Die Länge 2,79 Meter. Wandstärke 12 mm, also maximal 12 mm. 1 und 2 ergibt die 3, die 3 für die Dreifaltigkeit, Trinität, für ihren Gott, Binah, alles was damit zuspielt. Vermutlich wurde er im Jahre 1166 aufgestellt, heißt es. Sie wissen es, und dass die Zahl erwähnt wird, hat einen Sinn, denn da steckt mehr dahinter, als wir die Menschen sich vorstellen können. Und es ist die erste freistehende Großplastik nördlich der Alpen. Und wir schauen jetzt uns mal die Symbole des Judentums an. Symbole des Judentums sind unter anderem die Menora, welche ein siebenarmiger Leuchter ist, eines der wichtigsten religiösen Symbole des Judentums, auch genannt die Menora des Tempels. Der Davidstern. Im Laufe der Zeit wurde der Davidstern mit den Juden identifiziert und lange Zeit als Symbol des Judentums benutzt, als Religion für das jüdische Volk als Ganzes. Die jüdische Lehre verbindet das Symbol mit dem Siegel Salomos.
dem magischen Siegelring, der von König Salomo benutzt wurde, um Dämonen und Geister zu kontrollieren. Das heißt, der hat Dämonen beschwört. Nicht so, er hat sie versucht, angeblich zu kontrollieren, der hat sie beschworen. Klipp und klar, aus und vorbei. Also, wie gesagt, sie versuchen uns ja eh immer so ein bisschen zu manipulieren. Aber Fakt ist so, der Typ hat Dämonen beschworen und Geister. Und das sind zwei Hauptsymbole des Judentums. Es gibt noch eins, und das ist der Löwe Judas. Der Tanach vergleicht die Stämme Juda und Dan mit Löwen, und Juda ist ein junger Löwe. Genesis 49,9. Der Löwe Judas findet seinen Ursprung in der Genesis, in der hebräischen Bibel, also dem Alten Testament, in dem der israelitische Stamm des Juda einen Löwen als sein Symbol führt. Im Judentum ist der biblische Juda Namensgeber des Stammes Juda, der traditionell mit den Löwen symbolisiert wird. Durch die Verbindung des Löwen zum Stamm des Juda, der als der mächtigste Stamm unter den altisraelitischen Stämmen, dem legendären Nachfahren des Königreiches des Juda, Judäa und modernen Juden gilt. So. Auf dem Wappen von Jerusalem ist der Löwe des Stamm Judas. Oder besser gesagt, auf dem Wappen von Braunschweig. Und das möchte ich euch jetzt zeigen. Denn Jerusalem liegt in Israel, Braunschweig in Deutschland. Der älteste besiedelte Teil von Jerusalem heißt Davidsstadt. Diese ist nach König David benannt. David war laut 1. und 2. Buch Samuel, dem ersten Buch der Könige und dem ersten Buch der Chronik des Tanach und des Alten Testaments der Bibelkönig von Juda. Er lebte um 1000 vor Christi. Davidsstadt ist der älteste besiedelte Teil Jerusalems und die wichtigste archäologische Fundstelle des biblischen Jerusalem. Geschichte: Die archäologische Erkundung des Gebiets begann im 19. Jahrhundert, vor nicht mal 200 Jahren. Braunschweig nennt man die Stadt Heinrichs des Löwen oder auch die Löwenstadt. Und dieses Schild steht an der B1, an der Bundesstraße 1. Guckt man sich jetzt mal spaßeshalber bei Wikipedia die Dateien an, findet man als erstes ein Foto von Entfernungsschildern, wo unter anderem Braunschweig mit auftaucht mit 23 Kilometer. Auch dass die 444 parallel zu B1 verläuft, hat einen gewissen Grund. Die 74 tritt mit der 444 in Verbindung sogar auf. Das zeige ich in den einen Video mit Donald Trump. Mit der 74 und der 444, die taucht dann da auf. Wenn man darauf achtet, wird man das sehen. Und das hat alles einen Grund, denn Hildesheim spielt auch eine Rolle mit dabei. Und Braunschweig sowieso. Braunschweig spielt die Hauptrolle damit, mittendrin. Das ist ganz, ganz krass hier alles. Und es ist so, dass König David um 1000 vor Christi lebte. Heinrich der Löwe aber lebte um 1129 oder 1130 nach Christi. Und hier fällt was ganz Interessantes auf. Denn hier taucht auf einmal die 113 auf, der Code. Und ich vermute ganz stark, Heinrich der Löwe wurde im Jahr 1130 geboren, weswegen dieser Code auch so präsent ist für uns Deutsche. Denn das hat alles was damit zu tun. Die 113 wird nochmal auftauchen, werde ich euch zeigen. Lasst euch da überraschen. Und es ist so, dass David die Stadt Jerusalem eroberte und zur Hauptstadt seines Reiches machte. 2. Samuel 5,7. Heinrich der Löwe hat die Stadt nicht selber gegründet, muss man dazu sagen. Es war wer anders. Aber ihm wurde die Stadt zugeschrieben später. Stadtgründung und Mittelalter. Der Legende der Braunschweigischen Reimchronik zufolge soll die erste Siedlung auf dem Gebiet des heutigen Braunschweig im Jahre 861 gegründet worden sein. Die Seriosität dieser Quelle wird heute jedoch von Experten bezweifelt, weshalb das Jahr 1031 als erster urkundlicher Nachweis der Existenz einer Siedlung gilt. Herrscher Braunschweigs waren seit dem 10. Jahrhundert die Brunonen,
Nachfahren des Brun, der Sage nach der Stadtgründer. Brun, Braunschweig, also Braunschweig hieß damals Brunswick, Brun, Brunswick, Braunschweig, könnte man ja einiges vermuten. Die Stadt Braunschweig und das Herzogtum Sachsen ging 1142 an Heinrich den Löwen, Herzog von Sachsen und Bayern. Es ist so, dass in der Gematria das Jahr von Braunschweig, wo es als erster urkundlicher Nachweis gilt, den Zahlenwert für Jerusalem rausspuckt. Und ich meine, Braunschweig ist das Jerusalem aus der Bibel. Dieses ist ein Muster, was gerade jetzt hier auftritt. Und es werden noch mehrere Muster auftreten, werde ich euch zeigen. Denn Braunschweig hat den Zahlenwert 1345 in der jüdischen Gematria. Lion of the Tribe of Judah, Löwe des Stammes Juda, hat auch den Zahlenwert 1345. Auserwählten der Apokalypse hat auch den Zahlenwert 1345. Und ich habe mich lange gefragt, wo kann der Schlüssel sein, um dieses Ding herauszufinden, was sie vor uns verstecken, was eigentlich so offensichtlich ist, was die Menschen nicht sehen. Und David is the key, ergab den Zahlenwert 1345. David ist der Schlüssel. Und im Rolandslied des Klerikers Konrad, im Rolandslied wird Heinrich der Löwe mit dem biblischen König David verglichen. Seine Herrscherpanegyrik steigert er mit seiner Behauptung, dass in dieser Zeit, also in dieser Zeit, in der Gegenwart, nur Heinrich der Löwe eines Vergleiches mit David würdig sei. König David aus der Bibel ist Heinrich der Löwe und Jerusalem die Stadt Braunschweig. Und ich hatte mich wirklich lange gefragt, wie ich das alles zeigen kann und erklären kann, was ich hier gefunden habe. Und dass man solche Treffer hat, ist kein Zufall. Wie dass der Zahlenwert David is the key den gleichen Zahlenwert hat wie Braunschweig oder Jerusalem den Zahlenwert 1031 hat und das Jahr für Braunschweig als erster urkundlicher Nachweis ist, sind keine Zufälle. Das sind versteckte Muster und Andeutungen auf das, wie es sich wirklich verhält. Und wir schauen uns jetzt mal die Begriffserklärung von Jerusalem an. Jerusalem bezeichnet mehrere Orte im Nahen Osten, in Europa, in Neuseeland, in den Vereinigten Staaten und weltweit tragen andere Städte den Beinamen Jerusalem. Mir geht es aber immer um den Hauptnamen. Und den gibt es insgesamt 19 Mal. Die Quersumme von 19 ist die 1. Die biblische Zahl 1 hat die Bedeutung Gott, den Gott der Juden, Jahwe, der Herr des Alten Testaments, also Satan. Und schauen wir mal, wie oft es Braunschweig in der Welt gibt. Brunswick, das englische Typonym Brunswick geht zurück auf den Ortsnamen Brunswick, die niederdeutsche Vorlage der heute üblichen Namensform Braunschweig. Braunschweig, Brunswick und seine Varianten gelten nicht nur, sondern auch als Namen zahlreicher Ortschaften und Gebiete. Australien, Chile, Deutschland, Braunschweig namensstiftende Stadt in Niedersachsen. Kanada, Neuseeland, Slowenien, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten. Städte, Counties und Townships, Dörfer und Siedlungen. Und es gibt sogar eine Halbinsel, die ist zwar nach Friedrich Wilhelm Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel benannt, aber haben sie Brunswick genannt. Aber die zählt jetzt nicht mit dazu, weil nur die Sachen aus der Liste. Nebenbei sei noch erwähnt, dass Brunswick den Zahlenwert 720 und 120 hat. Die 0 als Platzhalter, der Jahwe-Code und die 12, 1 und 2, auch die 3. Des Weiteren sind es insgesamt 45 Mal, wo der Name in der Welt auftritt mit Braunswick, welcher sich auf Braunschweig bezieht. Die Quersumme von 45 ist die 9.
Die biblische Zahl 9 ist das göttliche Geheimnis. In den Zahlen der Bibel weist die Zahl 45 auf die 9 hin, muss man wissen. Jedes Mal, wenn ich bestimmte Treffer, ganz, ganz wichtige Treffer hatte, kam der Zahlenwert 45 bei raus. Und Braunschweig gibt es 45 Mal, Jerusalem nur 19 Mal. Man muss mal es alles ganz realistisch sehen. Die Bibel wurde von Menschen geschrieben. Doch muss die Idee dieser Bibel ja irgendwo herkommen. Man kann sich das ja nicht so einfach aus den Ärmel leiern. Die Geschichte der Bibel basiert auf die Geschichte von Braunschweig, Heinrich des Löwen und noch andere Figuren, also andere Personen, die es in Wirklichkeit gab. Die Geschichte aus der Bibel, diese Personen, die da erwähnt werden, gab es nicht, so wie es da steht. Die Menschen möchten gern die Wahrheit. Jetzt heißt es aber, realistisch sein, die Wahrheit erkennen oder halt an das glauben, was man gerne möchte. Man kann es fast so vergleichen wie mit Star Wars. Für viele Menschen ist Star Wars so eine eigene Geschichte, die es in Wirklichkeit quasi fast gibt. So. Es ist nichts, es verhält sich mit der Bibel nicht anders. Bloß halt, dass es einer wahren Begebenheit mitspielt. Sehr interessante Geschichte alles. Wie gesagt, also diese Bibel hat den Ursprung in Deutschland. Braunschweig ist Jerusalem aus der Bibel. Heinrich der Löwe ist König David. Und ich möchte euch mal zeigen, was Braunschweig so in der Welt alles macht, weil das wissen nur wenige halt. Gerade wenn man in Braunschweig wohnt, weiß man so ein paar Sachen, aber wenn man sich ein bisschen darüber informiert, wird es krass, wie viel es auf einmal ist. Denn es heißt, in Braunschweig wird die Zeit gemacht. Die Physikalische Technische Bundesanstalt PTB in Braunschweig betreibt aktuell 4 Atomuhren. Seit 1991 liefert die Cäsium-Uhr CS2 das Zeitnormal für die Sekunden der gesetzlichen Zeit in Deutschland. Für die gesetzlichen Zeit in Deutschland. Saturn ist der Gesetzgeber. Die Zeit steht für Saturn. Wenn man einen Braunschweiger fragt, so, wo kommt die Zeit her? Lachen sie nur und sagen aus Braunschweig. Aber sie wissen nicht eigentlich, welcher Hintergrund da wirklich steckt. Was hier noch mehr mitgezeigt wird. Und es ist nicht nur das, dass die Uhr in Deutschland nach braunschweigerischen Zeit läuft. Braunschweigerischen Zeit, aber ihr wisst schon, was ich meine. Es ist so, dass halt die Technische Universität Braunschweig, die TU, sehr weit vorne ist bei der Entwicklung bei 5G. 5G-Broadcast in Bayern in Betrieb genommen. Feldversuch zum neuen Rundfunkmodus mit der an der TU Braunschweig entwickelter Technik. Braunschweig wird Vorreiter bei Einführung von 5G. Wie der Braunschweiger Zeitung gestern berichtet, werden Wolfsburg und Braunschweig zur Modellregion für die Einführung des neuen Mobilfunkstandards 5G. 2019, also gar nicht lange her, die Nachrichten alles. Die Braunschweiger Zeitung, unsere Region wird zum 5G-Pionier. Wolfsburg und Braunschweig bilden eine von bundesweit 6 Modellregionen. Der Kreis Helmstedt ist in einem weiteren Schritt dabei. 2019, also von 2019 sind die Nachrichten. Und weiter. Guckt man mal nach dem ältesten Fachwerkhaus Deutschlands, wird man sich wundern. Denn ich kriege einen Treffer auf Braunschweig. Das älteste Fachwerkhaus Deutschlands steht gar nicht weit weg vom Braunschweiger Dom. Das ist ein Foto davon. Und es heißt, auf der Westseite des Platzes liegt Ackerhof 2, das älteste datierte Fachwerkhaus Braunschweigs. Nach E. Arnolds umfangreichen bauhistorischen Untersuchungen aus dem Jahre 2004 vermutet dieser allerdings, dass es sich vielmehr um das älteste datierte Gebäude Norddeutschlands, wahrscheinlich sogar ganz Deutschlands, handeln könne. Dieses Gebäude. Und das finde ich schon sehr interessant, was man so liest, was Menschen angeblich vermuten, denn es hat einen Grund, dass das da steht. Denn das ist die wahre Geschichte. Aber wir hören nicht auf, denn es gibt auch eine Feigensorte.
Buntwieg, Feige. Buntwieg ist eine Feigensorte der Art Ficus Caricea, die bereits sehr früh im 12. Jahrhundert in Deutschland angebaut wurde. Buntwieg, als eine der ältesten deutschen Feigen, darf Buntwieg in der Liste winterfester Sorten nicht fehlen. Der Sortenname nimmt Bezug auf die Stadt Braunschweig als Heimatort. Ihr wisst um die Feige, den Feigenbaum, der gebrannt hat. In der Bibel, nach der Geschichte her. Alles hat einen Grund, alles basiert auf einer Vorlage aus der Wirklichkeit. Und so sieht die aus, die Feige. Als alte, wahrscheinlich bereits im 12. Jahrhundert in Mitteleuropa kultivierte Feigensorte, Synonym Braunschweig. Also es ist schon wirklich sehr interessant, was man alles findet. Und so steht auch in einem Artikel der TU Braunschweig, die Flora von Braunschweig um 1650 im Spiegel des Index Plantarum von Johann Chymicius. The Index Plantarum Sica Brunsvigam, sorry, wenn ich das nicht richtig ausspreche, aber is the one of the oldest flowers of the northern part of Germany. Also, wisst ihr, was hier steht? Also, hatte die älteste Flora von nördlich von Deutschland. So wie die erste Großplastik von Heinrich des Löwen, nördlich der Alpen. Also Braunschweig spielt eine ganz, ganz große Hauptrolle. Denn es gibt die Liberei. Die Liberei oder Andreaner genannt in Braunschweig gilt als ältester freistehender Bibliotheksbau nördlich der Alpen. Die Bibliothek über die Grenzen der Stadt bekannt und galt bis zu ihrer Auflösung 1753 mehr als 300 Jahre lang als eine der bedeutendsten Bücher- und Handschriftsammlungen im norddeutschen Raum. Dieses kleine Gebäude. Und in der Gematria hat es den Zahlenwert 130, 36 und die 6. Immer die 0 als Platzhalter, die 13, die 36, die 6. Die 36 ist der Zahlenwert für den hebräischen Wort Fluch. Geschichte, Ursprung. Die Ursprünge der Bibliothek gehen auf das Ende des Jahres 1309 zurück. Kurz zuvor war Magister Jordanus, Pfarrer der Andreaskirche, verstorben und hatte seine Pfarrerkirche testamentarisch auf ewige Zeiten seine Sammlung von 18 Handschriften hinterlassen. 18. Das sind die Bücher, die Meister Jordan, der zu Sankt Andreas Pfarrer war, dem Gott gnädig sei, seinen Amtsnachfolgern und deren Kaplänen zu ihrem Nutzen zu Gebrauch gegeben hat. Meister Jordan. Ich sag nur Meister Yoda. Und ich glaube, wer die Bibel kennt, wird sofort was auffallen mit dem Namen Jordan. Denn ihr habt schon mitbekommen, König David ist in Wirklichkeit Heinrich der Löwe. Alle biblischen Namen entspringen der Wirklichkeit. Ganz, ganz interessante Geschichte. Und zu den Jordan kommen wir auch noch. Aber erstmal weiter, denn die St. Andreaskirche, wovon der Typ Pfarrer war und die 18 handschriftlichen Bücher hinterlassen hat. Das historische Umfeld. Von den alten Bebauungen sind gegenwärtig nur noch die Liberei, die älteste freistehende öffentliche Bibliothek Deutschlands aus dem Jahre 1422, und die von 1990 bis 1994 wieder aufgebaute alte Waage vorhanden. Die älteste freistehende öffentliche Bibliothek Deutschlands in Braunschweig. Ich hoffe, man kriegt mit, was Braunschweig gerade hier für eine Geschichte spielt, also eine Rolle in der Geschichte, besser gesagt. Wahrzeichen Braunschweigs. Neben dem bekanntesten Wahrzeichen der Stadt Braunschweig, dem Braunschweiger Löwen, kann man die Andreaskirche, genauer gesagt deren Südturm, als weiteres identitätsstiftendes Wahrzeichen der Stadt Heinrichs des Löwen betrachten. Denn von alters her kann man die Türme dieser Kirche auf alten Stichen finden. Die Türme von St. Andreas waren aufgrund ihrer Höhe das erste und das letzte, das man von Braunschweig sah. Vielleicht kommen euch ein paar Verse bekannt vor, wenn man sich das mal so verinnerlicht, was hier steht gerade.
Weil denn in der Bibel kommen ähnliche Sachen vor. Und die Türme, also der Südturm, ist 93 Meter hoch. Und er wurde im 16. Jahrhundert gebaut und mit 122 Metern einer der höchsten Kirchtürme weltweit zu dieser Zeit. 93 steht auch für Saturn, der Zahlenwert. Die Liberei hat eine ganz wichtige Bedeutung hier in Braunschweig. Denn das war der Hauptartikel über Magister Jordanus. Nur kurz angerissen. Also ich reiße das alles nur mal ganz kurz an. Denn die Stiftung des Gebäudes geht auf Johann Ember zurück. Ember, seit ca. 1399 Pfarrer der Andreaskirche, ließ 1412 einen Vertrag aufsetzen, von dem ein Entwurf erhalten ist. In ihm wird erstmals der Bau eines eigenen Gebäudes für die Bibliothek der Andreaskirche erwähnt. Im Jahre des Herrn 1412, ich, Herr Johann Ember, der Leiter der Pfarrerkirche St. Andreas zu Braunschweig, habe zugeeinigt und gegeben und meiner vorgenannten Kirche zu Gebrauch des Pfarrers und seiner Kapläne eigene Bücher in einem Haus bleiben sollen, das man noch bauen soll zur ewigen Überdauerung. Was darüber hinaus zum Bau des Hauses notwendig ist, das will ich, Herr Johann Ember, oder mein vorstehender Verwalter von meinem Besitz vollständig zu Ende bringen und bezahlen. Soll für ewiger Überdauerung das Haus stehen und die Bücher sollen für immer da drin bleiben. So geht es weiter. So war jede der Handschriften mit einer Kette zu sichern und auf einen Pult zu lagern. Die Schlüssel, mit denen die Bände von den Ketten gelöst werden konnten, befanden sich im Besitz des Rates, der Neustadt und der Kirchenältesten. Ausdrücklich verfügt Ember, dass die Bücher neben dem Klerus der Stadt allen sonstigen ehrwürdigen Personen zugänglich sein sollten. Des Weiteren bestimmt er, dass außer ihm selbst niemand Bände entleihen oder entfernen dürfe. Es handelt sich also um eine Präsenzbibliothek. Als Gegenleistung für die großzügige Stiftung wurde vertraglich vereinbart, dass zweimal im Jahr für Johann Ember und dessen Eltern Memorien in der Andreaskirche abgehalten würden. Das heißt, seitdem der Typ das gestiftet hat, wird für ihn und seine Eltern ein Gedenken in der St. Andreaskirche abgehalten, was vertraglich festgehalten ist. Johann bedeutet übersetzt: Jahwe ist gnädig. Und Jahwe ist gütig. Der Name ist die Kurzform von Johannes und hat eine hebräische Herkunft. Vielleicht versteht ihr jetzt, wo die Namen aus der Bibel herkommen. So als Ansatz, also einfach mal zum drüber nachdenken. Ich möchte nicht, dass man mir glaubt. Ich möchte, dass man mal drüber nachdenkt. Denn ich zeige hier gerade was einzigartig ist in dieser Geschichte. Und wir fangen erst jetzt richtig an. Denn als Datum der Fertigstellung hatte man sich auf Pfingsten 1413 geeinigt, die 13. Die Liberei wurde im Stil der norddeutschen Backsteingotik erbaut. Das Bauwerk hat einen besonderen Stellenwert, da es das einzige mittelalterliche Backsteinbau in Braunschweig ist und gleichzeitig zu den südlich gelegenen im Verbreitungsgebiet der Backsteingotik gehört. Backsteine waren damals in der Stadt ungebräuchlich. In Braunschweig baute man hauptsächlich Fachwerkhäuser. Das älteste Fachwerkhaus Deutschlands. Fertigstellung. Nach der Fertigstellung war die Liberei eine frühe Art öffentlicher Bücherei und somit eine der ersten von einem, wenn auch sehr eingeschränkten Kreis der Bevölkerung nutzbaren Bibliothek auf deutschem Boden. Die oben genannte Urkunde vom 25. April 1422 ist darüber hinaus das letzte bekannte Dokument, das zu Embers Lebzeiten entstand. Eine erneute Kautionsurkunde vom 24.03.1424 nennt Ember bereits als verstorben und ist von seinen Amtsnachfolgern Ludolf Kürre unterzeichnet. Der 24.03. ist ein satanistischer Ritualtag, Fest des Tieres. Es hat einen Grund, warum genau an dem Tag das alles erwähnt wird oder warum dieser Tag erwähnt wird. Denn da steckt, wie gesagt, ich kann immer nur sagen, da steckt mehr hinter, als wie man glaubt. Und dieses kleine Gebäude ist so unheimlich wichtig für sie. Und man merkt das auch.
was das für eine Bedeutung hat. Aber das wissen nur ganz, ganz wenige Menschen. Die meisten Menschen, die das wissen, sind böse. Und das sind die ganz, ganz Bösen da oben. Die wissen das alles. Aber wir machen mal weiter. Denn mit den Orten, die man so findet, weil es müssen ja irgendwo Bezüge sein, woher sie die Geschichte der Bibel haben. Und es ist so, Johannes 11, Vers 17, als nun Jesus hinkam, fand er ihn schon 4 Tage im Grab liegend. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, ungefähr 15 Stadien weit entfernt. Und ich bin in Braunschweig geboren. Ich bin hier aufgewachsen und ich kenne mich halt verdammt gut aus hier in Braunschweig. Es ist so, Bethanien war aber nahe bei Jerusalem, ungefähr 15 Stadien weit entfernt. Ein Feld sind ungefähr 250 Schritte, circa 188 Meter. Und wenn man jetzt mal so rechnet, 14 mal 188 sind 2632 Meter, so ungefähr. Oder 15 Stadien mal 188 sind 2820 Meter. So, jetzt gucken wir uns mal Braunschweig an. Braunschweig war damals nicht so groß wie heute. Man kann es noch an der Oker erkennen, wie Braunschweig die Stadtstruktur da, also wie die Stadtstruktur von Braunschweig damals war. Denn die Oker war quasi ein Schutz um Braunschweig vor Angreifern. Deswegen Braunschweig war damals kleiner und das heißt, Bethanien lag ungefähr 15 Stadien entfernt von Braunschweig. Braunschweig war damals kleiner. Im 14. Jahrhundert sieht man hier noch eine Karte, wie es hier rumgeht. Und das ist ein Bild von Hartmann Schädel aus dem Jahr 1493 von Jerusalem, wie sie sich das vorgestellt haben. Und das ist Braunschweig aus dem Jahr 1615 jetzt einfach nur. Ihr seht ja schon, 14. Jahrhundert, das war ja zur gleichen Zeit, das mit dem Bild. Da kann man jetzt so ein bisschen erkennen, wo die für Jerusalem herkommt. Denn auch in der Mitte haben wir den Braunschweiger Dom, wie in der Mitte von Jerusalem der Tempel von Salomo steht. Was ganz gravierend auffällt, ist, dass Jerusalem ein J hat und Braunschweig ein B. Was mich ziemlich stark an Joachim Boas von den Freimaurern erinnert. Also, wie gesagt, das fällt nur so ein bisschen auf, wenn man die ganze Zeit drüber nachdenkt. Braunschweig ist eigentlich das Jerusalem aus der Bibel, Joachim, Boas, so die ganze Geschichte. Einfach mal drüber nachdenken, was ich hier zeige. Bei Google Maps die Standpunkte haben einen gewissen Grund, warum sie dort sind, wo sie sind. Und es ist so, wenn man zum Beispiel eine Route nimmt, sagen wir mal Braunschweig-Hamburg, werden einen Routenpunkte angegeben. Und wenn man halt, sage ich jetzt mal, von Hamburg nach Braunschweig kommt, möchte man eigentlich gern in die Innenstadt und nicht irgendwie zwischen Zuggleisen landen, also halt hingeführt werden oder sagen wir mal, auf den Hinterhof landen oder sonst irgendwo. Man möchte quasi so einen Mittelpunkt. Doch sind die Punkte immer ganz bestimmt gesetzt, denn dahinter steckt ein System. Auch ist es so, dass das interne Berechnungsverfahren von Google Maps für den Entfernungsmesser nicht bekannt ist. Hat einen Grund, basiert auf die flache Erde halt. Ist schon Leuten aufgefallen, die nicht von der flachen Erde wissen, aber denen aufgefallen ist, dass Google Maps bei anderen Angaben, also bei bestimmten Entfernungsangaben halt ganz komische Koordinaten rausschmeißt. Hat einen Sinn, steckt alles mit, steht alles in Verbindung damit. Hier geht es mir aber um die Routenplanpunkte, die sie immer bestimmt setzen. Denn der von Braunschweig ist nicht in der Innenstadt, sondern ein bisschen außerhalb von der Innenstadt, von der alten. Und dieser ist
direkt auf einen Hinterhof. Das ist das Foto. Das ist der Ort, wo halt der Routenpunkt ist, den sie bei Google Maps gesetzt haben. Ich bin da mal hin und habe da mal geguckt, wie das da so aussieht, weil ich wohne ja hier, kann man ja mal schön machen, sowas. Und das hat alles einen Sinn. Zeige ich euch noch. Denn nichts passiert aus Zufall. Weil in der Bibel steht, dass Bethanien nicht weit weg ist von Jerusalem. Und meine Oma war damals im Senioren- und Pflegezentrum Bethanien. Und Braunschweig war damals kleiner. Und dieses Gebäude, wo das Gebäude, also dieser Ort, wo das Gebäude steht, ist innerhalb jetzt von Braunschweig zur damaligen Zeit außerhalb. Und wir sehen auch hier Bethanien mit ausgeschildert, das Schild, wo es drauf steht. Und Bethanien soll südöstlich des damaligen Jerusalems am Osthang des Ölbergs sein. Der Giersberg mit seinen 83,39 Meter ist der Giersberg eine der höchsten natürlichen Erhebungen im Stadtgebiet Braunschweig. Er befindet sich im Südosten zwischen dem Okerring und dem sogenannten Stadtring. Der Sage nach soll Heinrich der Löwe am Ende seiner Abenteuerfahrt vom Teufel auf dem Giersberg abgesetzt worden sein. Diese Sage ist sehr interessant. Da geht es um Kannibalismus, wie sie sich gegenseitig auffressen auf dem Schiff und so. Ganz, ganz krass eigentlich, was sie da den Menschen erzählen und zeigen. Aber das ist halt der Giersberg. Das ist und der, einer der höchsten natürlichen Erhebungen im Stadtgebiet Braunschweig, damals außerhalb von Braunschweig. Das Senioren- und Pflegezentrum wird der Standpunkt da vorne gesetzt, der Routenpunkt von Google Maps. Und die Entfernung ist 1,71 Kilometer. Und irgendwas war da komisch, denn das wirkliche Gebäude ist nämlich hier hinten, von, an welches Bethanien heißt, zeige ich euch noch. Und da war was komisch gewesen. Und ich möchte euch mal eine Story erzählen. Denn ein Freund kam mich besuchen und der wollte ein bisschen Braunschweig sehen. Ich wollte ihm halt das auch ein bisschen alles zeigen. Und dann waren wir halt unterwegs gewesen und irgendwann hatten wir Hunger gehabt, wollten was essen gehen. Der erste Laden wollte gerade schließen. Der zweite Laden, wo wir hingefahren sind, der hatte zu gehabt. Und dann meinte ich so, ey, sind wir hier in der Ecke von Bethanien, kann ich gleich Bethanien zeigen und ich kenne da noch eine Pizzeria. Die hat neu aufgemacht und man kennt das ja, wenn ein Laden neu aufmacht, schmeckt das immer gut. Also sind wir erstmal durch Bethanien gefahren, also zu Bethanien gefahren und halt da durchgelaufen ein bisschen, haben uns das angeguckt. Da habe ich hier das Foto gemacht von den Gebäuden. Im Groß steht dran Bethanien, sogar in Gold, direkt auf den Gebäuden. Wir sind da halt so ein bisschen durchgelaufen und danach sind wir zur Pizzeria gegangen, hier unten. Und wir sitzen so draußen, essen die Pizza. Und in dem Moment kommt so, ich glaube, der Chef oder Mitarbeiter war es, ist ja auch egal, kommt so raus und meint zu seinen Kollegen: Hey, der Esel kommt. Ich denke mir so: Wie meint der mit Esel? Und auf einmal kommt da ein Esel vorbei. Und ich: Alter, da ist ein Esel. Und mein Kumpel so: Ja, ist ein Esel. Ich so: Alter, das ist ein Esel. Und er wusste gar nicht, was bei mir so in dem Moment im Kopf vorging. Denn es ist so: Johannes 12, Vers 1. 6 Tage vor dem Pascha kam Jesus dann nach Bethanien, wo Lazarus war, der tot gewesen war und den er aus den Toten auferweckt hatte. Der Einzug des Messias, Jesus, in Jerusalem. Er war jetzt zu diesem Zeitpunkt noch in Bethanien. Am folgenden Tag, als viele Leute, die zum Fest erschienen waren, hörten, dass Jesus nach Jerusalem komme, da nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber hatte einen jungen Esel gefunden und setzte sich drauf, wie geschrieben steht. Dieses Ding, also diese Verse, ging mir sofort durch den Kopf und ich dachte mir, ey, das kann jetzt alles nicht wahr sein. Und wo ich zu Hause war, musste ich erstmal gleich an den Rechner erstmal hier ein paar Sachen nachgucken. Und es gibt Gemälde,
vom Wandgemälde im Dom von Latentio Gambara 1567-1573 mit einem Esel, weil Jesus ritt auf dem Esel. Die Farbe sieht man hier jetzt nicht, er ist ein bisschen heller gewesen. Auf dem Foto kommt das nicht so rüber. Aber es war schon sehr erstaunlich, dass da ein Esel vorbeiläuft, weil wann läuft mal ein genau an den Ort, wo man Bethanien findet, ein Esel vor einen lang? Die Chance ist so gering. Und wo wir fertig waren mit Essen, musste ich nochmal ein Foto machen. Das ist das letzte Foto, was ich geschossen habe. Und wo ich zu Hause war, musste ich sofort was überprüfen. Denn es ist so: Hier hinten ist die Braunschweig International School. Damals war es die Volksschule Streitberg. Auf der war ich selber gewesen. Und die Schule wird markiert mit dem Hausmeisterhaus. Kommen wir gleich zu. Aber den Esel, das erste Mal gesehen, habe ich hier vorne mit meinem Freund zusammen. Direkt hier, wo wir die Pizza gegessen haben. Das letzte Foto habe ich hier vorne gemacht von den Esel. Und das ist genau parallel zum Hausmeisterhaus der International School, jetzt aktuell, von dem Hausmeister. Von der Entfernungsangabe her dachte ich mir, ist ja interessant. Gucken wir mal einfach mal was nach, weil ich sage immer, die dümmsten Ideen sind die besten Ideen. Die Entfernung bis zu dem Punkt, von dem Punkt von Braunschweig aus, sind insgesamt 2,10 Kilometer. Bethanien ergibt in der Gematria 210. Und ich dachte mir, ich werde nicht mehr. Das kann ja alles jetzt nicht wahr sein. Es ist so, dass der Bezirk der Schule in einen gewissen Stadtbezirk mit reinfällt. Das ist der Vivexgarten-Bebelhof. Hier eingekreist. Da fällt die Schule quasi mit rein. Nur das Gebäude nicht. Das fällt ins östliche Ringgebiet mit rein. Kommen wir auch noch zu. Bethanien hat den Zahlenwert 210. Vivexgarten, Bebelhof, hat den Zahlenwert 210. Es gibt keine Zufälle. Es gibt keine Zufälle. Die Entfernung, also wenn wir jetzt uns den Routenpunkt vom Vivexgarten angucken, ist auch sehr interessant, denn dieser ist zwischen Zuggleisen. Das ist das, was ich vorhin meinte. Warum setzt man Punkte auf Orte, die total nicht mal in der Mitte liegen halt, oder halt irgendwie zwischen Bahngleisen sind, auf dem Hinterhof und was weiß ich noch. Da kommen noch interessante Sachen. Und das ist ja halt der Standpunkt von Braunschweig aus, von da aus, wo ich jetzt messe. Und in der Bibel heißt es ja, dass es ungefähr 15 Stadien entfernt war. Und wenn man jetzt mal so überlegt, wenn man sagt knapp, also ungefähr 15 Stadien, müssen es irgendwas mit 14 gewesen sein. Das heißt, wir rechnen 14 mal 188, sind 2632 ungefähr, weil die 188 auch nur mit einer Zirka-Angabe sind. Höchst interessant finde ich die Entfernung gesamt von Braunschweiger Punkt bis zum Vivexgarten Bebelhof. Roten Punkt. Denn das sind 2,54 Kilometer. Und das ist doch schon sehr, sehr nah halt an den 2632. Also es ist schon sehr krass, was man hier findet. Aber es geht weiter. Denn mir ist noch was aufgefallen. Der Vivexgarten Bebelhof ist einer von 19 Stadtbezirken Braunschweigs. Er trägt die amtliche Nummer 132 und umfasst einige südlich gelegene Stadtteile. Der Stadtbezirk existiert seit dem 1. November 1981. 81 ist so der Jahrgang, wo ich geboren wurde, welch ein Zufall mal wieder. Und nachdem Braunschweig gemäß § 55 der niedersächsischen Gemeindeordnung in Stadtbezirke unterteilt wurde, also sie haben es erst 1981 in Stadtbezirke alles unterteilt. Die 55 steht in der Gematria für Satan. Zum 1. November 2011 wurde der Stadtbezirk in Vivexgarten-Bebelhof umbenannt. Das heißt, sie markieren die Orte. Sie setzen Markierungen. Jetzt immer noch. Schon sehr, sehr lange tun sie das. Über Jahre, über Jahrzehnte.
und was weiß ich schon wie lange. Es ist sehr interessant, was man hier alles findet, weil, wie gesagt, seit 1. November 2011 heißt der Stadtbezirk erst so. Dieser Name ergibt in der Gematria den Zahlenwert für Bethanien. Das heißt, sie markieren ihn noch nachträglich immer noch, weil es ihnen wichtig ist. Und Informationen zum Stadtbezirk. Durch die umfangreiche Gleisanlagen des 1960 eröffneten Braunschweiger Hauptbahnhofs und des benachbarten Hauptgüterbahnhofs ist der Bezirk in drei Teile zerschnitten. Im Nordosten ein aus dem Flecken und Bleek St. Leonard entstandener Stadtteil mit Industrie-, Gewerbe- und Wohngebieten und dem großen Hauptfriedhof. Ja, Moment. So. Das heißt, damals gab es auch Karten davon, von dem Ort, von den Flecken, von dem Bleek. Das ist jetzt die Karte. St. Leonard. Zufällig war ich auf der St. Leonard-Schule damals, 5. oder 6. Klasse. Und das ist die Karte, mal jetzt hier rübergelegt, über die aktuellen über einen aktuellen Stadtplan von Google Maps. Man sieht, dass das Gebiet mit ins östliche Ringgebiet mit reingeht. Und ich bin im östlichen Ringgebiet hier aufgewachsen. Daher kenne ich die Ecke und mir fiel was ein, nachdem ich das mal so ein bisschen wegradiert habe, zu gucken, was da drunter ist. Hier hinter ist der Giesberg. Sogar fast sogar mit der, also der Kreis ist sogar fast die Ausdehnung halt und der Pfeil da, wo der höchste Punkt ist von dem Berg. Bethanien befindet sich hier, auch im östlichen Ringgebiet. Also halt das, was sie markiert haben, das Gebäude schon. Und hier ist noch was Bestimmtes. St. Leonards Garten. Vorher war da aber was anderes. Der Name St. Leonard heute. Das Gebiet des ehemaligen Bleeks liegt heute wohl überwiegend im Stadtbezirk Wiewegsgarten-Bebelhof. Einige Bereiche im östlichen Ringgebiet. Da haben wir es. Einige Bereiche im östlichen Ringgebiet. Schließung und Abriss der Straßenbahndepots an der Georg-Westermann-Allee im Jahr 2008 ließ den Namen wieder aufleben. 2008, die 8 für Saturn. Die Stadt Braunschweig errichtet ein Wohngebiet mit dem Namen St. Leonards Garten. Das Projekt gehört zum Programm experimenteller Wohnungs- und Städtebau des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung. Die damit verbundene Auszeichnung ist mit einer Preissumme von 500.000 Euro dotiert. Das heißt, sie haben dieses Ding gebaut und haben sogar noch einen Preis damit gewonnen. Das ist ein Witz. Also das ist wirklich ein Witz, wenn man sich mal da Gedanken drüber macht. Gerade wenn man das weiß und da aufgewachsen ist und immer weiß, dass da halt die Straßenbahndepot war und irgendwann haben sie angefangen zu bauen, aber man denkt sich ja nicht dabei, was sie da bauen. Das ist genauso, wie ich auf dem neuen Stadtgebiet mitarbeite, also Neubaugebiet, welches heißt Heinrich der Löwe. Hat genauso, es steckt auch was dahinter. Überall steckt was dahinter. Und der St. Leonardsgarten ist ein modernes Wohnquartier in Braunschweig. Das Areal befindet sich im östlichen Ringgebiet, inmitten einer gründerzeitlich geprägten Bebauung. Da haben wir's. Das ist alles eine Anspielung drauf auf das, was damals war. Städtebauliches Konzept für die Bebauung und Häusergestaltung wurden durch die Stadt Braunschweig in Absprache mit den Architekten und den Bauherren Richtlinien erarbeitet. So wurden die Stadthäuser am Platz als drei- und vierschössige Reihenhäuser errichtet. Die Parzellenbreite liegt bei einzelnen Familienhäusern meist bei 6 Metern. Die Gestaltung und Farbgebung der Fassaden und die Höhe der Gebäude variieren dabei von 10 zu 12 Metern. Die Häuser ordnen sich um einen gemeinsam genutzten Platz mit einer öffentlichen Grünanlage mit Spielplatz an. Der Platz hat eine Länge von 180 Metern und eine Breite von 45 Metern. Die 45, da haben wir sie wieder, das göttliche Geheimnis. Die Zahl 9, darauf bezogen. Der Grünstreifen ist etwa 160 Meter lang und 19 Meter breit. Vor den Häusern befindet sich ein privater Grünstreifen, Vorgärten von 5 Metern Breite. 5. Bei der Namensgebung wurde nicht das Wort Garten im direkten Sinne benutzt. Ferner nimmt der Bestandteil St. Leonard Bezug auf den nahegelegenen Ort St. Leonard.
Wenn man sich die Zahlen anguckt, wird klar, warum die das Ding gewonnen haben. Also erstmal war es klar, dass der Preis an denen geht und zweitens haben die so mit den Zahlen herumgespielt, das ist der Kracher. Wenn man halt sich ein bisschen mit Zahlen auskennt und diese Zahlen erkennt, dann ist das, wie gesagt, das ist ein Witz alles. Also das ist wirklich alles ein Witz. Aber wir hören ja noch nicht auf. Denn der Viviksgarten, Bebelhof, in denen liegt der Hauptfriedhof, der Bezirk. Und der Streitberg, wie ich meinte, die Schule. Und genau auf den Streitberg kommt der Hauptfriedhof. Der Streitberg, früher auch Wassberg genannt, ist eine 88 Meter hohe Erhebung im südöstlichen Stadtgebiet von Braunschweig. Der Streitberg ist Teil des Stadtbezirks Viviksgarten-Bebelhof. Wie ich meinte, er fällt da rein halt und der Hauptfriedhof auch gleich. Geschichte. Der Ursprung der Flurnamen Streitberg und Wassberg ist ungeklärt. Erstmals dokumentiert findet sich die Benennung Streitberg auf eine Karte aus dem Jahre 1782. In dieser Zeit befand sich dort ein Lusthaus mit Garten. Es geht nicht um ein Bordell oder sonstiges, es geht beim Lusthaus mit Garten, waren das Parkanlagen, wo Menschen sich erholen konnten. So wie heute, muss man sich das vorstellen. Bloß halt ein bisschen anders aufgebaut mit Pavillons und so. Im Laufe der Jahrhunderte machte das Flurstück zahlreiche Veränderungen mit. 1831 soll sich auf dem Berg eine Maulbeerplantage befunden haben. Und im Osten wurde 1887 der Hauptfriedhof angelegt. Der Hauptfriedhof Braunschweig. Der Hauptfriedhof in Braunschweig ist ein zentraler evangelischer Begräbnisplatz an der Helmstedter Straße. Er wurde 1887 als Zentralfriedhof bzw. Zentralfriedhof angelegt und ersetzt damals die dezentrale Friedhöfe der evangelischen Kirchengemeinde Braunschweigs. Mit rund 42 Hektar ist er heute einer der größten kirchlichen Begräbnisplätze in Deutschland. Einer der. Also es ist schon echt krass, was wir hier in Braunschweig haben. Und es ist halt so. Geschichte. Beim Friedhof. Bis zum 18. Jahrhundert wurden verstorbene Bürger der Stadt, auf denen die Stadtkirchen direkt umgebende Kirchhöfen, also direkt innerhalb der Stadtmauern, bestattet. Aufgrund der Bevölkerung wachsenden Sensibilisierung für die dadurch ausgehende Gesundheitsgefahren untersagte Herzog Karl I. jedoch ab 1764 die weitere Nutzung dieser Innenstadtfriedhöfe, sodass die bisherigen Kirchhöfe vor die Tore der Stadt verlegt wurden. Ab 1764 wurden Menschen nicht mehr innerhalb der Stadtmauern begraben, sondern außerhalb. Jetzt haben wir wieder einen Bezugspunkt zu einem gewissen Szenario. Denn Jesus ging nach Bethanien und ging dann zu Lazarus, um ihn aufzuerwecken. Der Friedhof, der Hauptfriedhof wurde aber zu spät gegründet, halt da eröffnet, keine Ahnung, wie man sagen soll, ist ja auch egal. Aber denn es gibt nämlich noch die Kirchfriedhöfe außerhalb von den Stadtmauern damals, welche jetzt ins Spiel kommen, weil diese ganze Geschichte ist gar nicht so lange her, wie die Menschen alle glauben. Aber dazu kommen wir auch noch. Weil es gab die Sankt-Nikolai-Kirche. Diese befand sich auf dem Giersberg. Errichtet wurde sie 1710 bis 1712. Das heißt, kurz bevor die Menschen halt außerhalb der Stadtmauern begraben wurden. Da gab es auch schon Gräber. Das heißt, damals haben die Menschen auch schon Leute bestattet, weil es da ein Kirchengelände gab. Gemeindefriedhof Hochstraße. Der Friedhof der Nikolaigemeinde befindet sich in der Hochstraße unmittelbar neben dem Wasserturm auf dem Giersberg. Wird aber seit 1901, dem Baujahr des Wasserturms, nicht mehr genutzt. Das heißt, seitdem die Kirche gebaut wurde, gab es diesen Friedhof. Und seitdem wurde er benutzt, bis 1901. Es ist schon sehr krass, weil das der Ort war, wo Jesus hinging, wo Lazarus begraben lag. Ihr ehemaliger Nikolaifriedhof. Heute noch als Grünfläche und so. Also man muss doch so wissen, dass die alten Friedhöfe damals halt bepflanzt wurden, hier in der Stadt,
Das heißt, die findet man nicht mehr wieder. Denn wurde drüber gebaut und hat man nicht gesehen. Wie gesagt, also es gibt nur ganz wenige alte Friedhöfe, die wichtig sind, die es noch gibt. Die anderen wurden halt, wie gesagt, alle halt bepflanzt und bebaut. Davon findet man nichts mehr. Aber die wichtigen, die findet man noch. Und das ist einer der wichtigen, wegen halt Lazarus, der Geschichte, die damit zuspielt, der Giersberg, Heinrich der Löwe, die Saga, wie der Teufel ihn darauf abgesetzt hatte. Alles spielt zusammen. Das sind so viele kleine Zahnräder, die ineinander greifen. Also es ist wirklich interessant, was man hier findet. Aber wir machen weiter mit König David, denn er hatte einen Sohn. Und wir wissen ja, dass König David Heinrich der Löwe ist. Und König David hatte einen Sohn und das war Salomo. Heinrich der Löwe hatte auch Söhne. Und einer davon war Otto der Vierte. König David ist Heinrich der Löwe. König Salomo ist Otto der Vierte. Die Mutter Bathseba ist Mathilde, Herzogin von Bayern. König David kaufte den Platz für den Tempel Salomos. 2. Samuel 24, 24. Kapitel, Vers 24 bis 25. So kaufte David die Tenne und die Rinder für 50 Schenkel Silber. Und David baute dem Herrn dort ein Altar und opferte Brandopfer und Friedensopfer. Der Braunschweiger Dom. Der Braunschweiger Dom. Stiftskirche St. Blasius. Heute ist die offizielle Bezeichnung evangelisch-lutherische Domkirche St. Blasi zu Braunschweig. Geschichte. Nach der Rückkehr Heinrichs des Löwen aus dem Heiligen Lande, wohin er eine Pilgerreise unternommen hatte, begann im Jahr 1173 der Kirchenbau. Es ist anzunehmen, dass die Ostseite des Gebäudes um 1188 fertig war, also fertiggestellt war. 1195, im Todesjahr Heinrichs des Löwen, brannte das Dach ab. Das im Dom befindliche gemeinsame Grabmal wurde um 1230 gestiftet und ist an dieser Stelle seit dem Mittelalter bezeugt. Braunschweiger Domseite. Geschichte. 1195 stirbt Heinrich der Löwe und wird an der Seite seiner Frau beigesetzt. Jetzt steht die Verpflichtung zur Fertigstellung des Doms bei seinen Söhnen, Heinrich Pfalzgraf bei Rhein und Otto den Vierten, Kaiser und König des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Unter Otto dem Vierten wird der Dom für kurze Zeit zum Kaiserdom. Tempel Salomos war 3 Stockwerke hoch. Dom St. Blasi, Stadt Braunschweig. Das Geläute des Braunschweiger Doms umfasst auf 3 Etagen insgesamt 12 Glocken. Braunschweiger Domseite, Geschichte. Gerade das 12. Jahrhundert wird später dafür bekannt werden, dass die christliche Kirche jüdische Symbole adoptiert und neutestamentlich interpretiert. So ist der Leuchter nach dem Idealmodell 2. Moses 25 gestaltet. Am Vorbild im Jerusalemer Tempel orientiert. Siebenarmiger Leuchter, Braunschweig, Wikipedia-Seite. Der bronzene siebenarmige Leuchter aus dem 12. Jahrhundert gehört zu den wertvollsten Ausstellungsstücken des Braunschweiger Doms, zu den wertvollsten Ausstellungsstücken. Beschreibung. Der Bronzeleuchter besteht aus 74 Einzelteilen, hat eine Höhe von 4,80 m, eine Spannweite von 4,30 m und wiegt über 400 Kilo. Er ruht auf 4 liegenden Löwen, die jeweils einen Flügeldrachen tragen. Zwischen den Drachen befinden sich durchbrochene Füllungen aus Ranken und Figurenschmuck als Nachschöpfung des 19. Jahrhunderts. Der Leuchterstamm und die S-förmigen Arme sind durch Knäufe unterteilt. Der zweite und dritte Schaftknauf tragen Emailplatten, auf denen die vier Evangelisten Ornamentbänder und als hinzugefügt von 1896 die vier Winde dargestellt sind.
Der Entstehungszeitpunkt des Leuchters ist nicht schriftlich überliefert. Er gilt wie der 1188 eingeweihte Marienaltar als Stiftung Herzog Heinrich des Löwen für seine 1173 erfolgte Kirchengründung. Urkundlich genannt wird er erstmals im Jahre 1196. Wir sehen hier, dass er mit 74 Einzelteilen angegeben wird. Donald Trump Video sage ich nur, die 74, was ich damit zeige. Doch sind sie sich nicht einig über die Einzelteile des Kronleuchters, denn auf der Braunschweiger Domseite steht auch was im siebenarmigen Leuchter. Siebenarmiger Leuchter. Der Leuchter besteht aus 77 bronzenen Einzelteilen. Da haben wir es. Einmal schreiben sie 74, einmal schreiben sie 77. Was jetzt wirklich richtig davon ist, müsste man selber mal zählen. Muss genauso wissen. Aber das interessiert mich eigentlich auch nicht. Fakt ist, hier werden bestimmte Zeilen benutzt, um uns was zu zeigen. Aber wir machen weiter. Der Leuchter hat trotz seiner Ähnlichkeit mit der Menora mit dieser wenig gemein. Als gesichert kann angenommen werden, dass der Stifter den Dom als Abbild des salomonischen Tempels verstanden wissen wollte. Jedoch ist in diesem Leuchter wohl eher ein Grableuchter in Bezug zum Baum des Lebens zu sehen. Also, sie sagen, es ist keine Menora, das ist kein Bezug dazu, aber es ist ein Bezug zum Baum des Lebens. Also, das ist ein Witz, wenn man sich mal informiert, wo der Baum des Lebens herkommt. Das ist das, was ich auch meine, was in der Offenbarung steht. Da steht nämlich Baum des Lebens und Jesus sagt immer, er ist das Brot des Lebens. Passt alles gar nicht so zusammen. Und das ist wieder der Bezug auf den ihre Geschichte. Aber das Interessante ist, dass die Kirche auch was dazu schreibt. Also Wikipedia-Eintrag, siebenarmiger Leuchter, Kirche. Symbolik, Menora. Die siebenarmigen Leuchter beziehen sich auf die jüdische Menora, den siebenarmigen Leuchter des alttestamentalischen salomonischen Tempels, der im zweiten Buch Mose, 2. Mose 37, 17, 24 genannt wird. Vermittelt durch die Buchmalerei fand der siebenarmige Leuchter Eingang in die christliche Kunst. Also, die Braunschweiger Domseite von Wikipedia schreibt, er hat nichts damit zu tun. Die Kirchenseite schreibt, der hat was damit zu tun, der ist das Symbol davon. Und was finden wir auf der Seite von den siebenarmigen Leuchter von der Kirche? Den Braunschweiger Leuchter. Also, ich hoffe, es wird allen langsam bewusst, was ich hier zeige. Aber es kommt alles noch besser. Denn das ist ja die Menora. Und es ist der größte in deutschen Kirchen, den es gibt, den größten Leuchter. Der Fuß der Menora ist sehr interessant. Denn wir hatten was gelesen von den vier Aposteln, die alle mit eingebaut wurden und nachtragend gemacht wurden. Das sind diese alle. Das Interessante ist, das ist mir gar nicht aufgefallen damals, wo ich mir den Text durchgelesen habe, denn man sieht hier schon, dass das farblich nicht zusammenpasst, dass sie neu sind, dass sie nicht so alt sind wie gehabt. Und es gibt einen alten Führer, also halt einen Kurzführer von den St. Blasi. Aus dem Jahre, wo steht es? 1886. Und in diesem kommt der siebenarmige Leuchter vor. Auch ganz genau wird der Fuß dargestellt. Wir sehen hier schon was ganz Besonderes. Denn das ist die Skizze aus dem Führer und rechts ist das Foto original aus dem Blasiusdom, also aus dem Braunschweiger Dom. Und es fällt schon was auf, dass die Fußplatten nicht bis einmal zum Boden durchgehen, die neuen. Die sind kürzer als die alten. Das Interessante dabei ist, dass die Skizzen dieses Führers sehr detailgetreu sind. Weil vergleicht man Fotos von damals, von dem Braunschweiger Dom, mit der Skizze aus dem 18. Jahrhundert, aus dem 19. Jahrhundert, also 1886, fällt was auf. Denn sogar
Die Bänke sind identisch nachgezeichnet. Hier alles Fotos und man sieht sogar hier die Punkte, man sieht hier alles, man kann alles vergleichen. Sogar der Fußboden ist detailgetreu nachgezeichnet worden, weil das ist eine Skizze. Und die haben sich da richtig Mühe gegeben damals. Und darum ist der Fuß auch detailgetreu nachgezeichnet. Interessant ist, dass man bei Wikipedia gelesen hat, dass auf einmal hier die vier Apostel drauf sind. Und wir haben am Anfang gelesen, dass die Menora eines der wertvollsten Ausstellungsstücke ist aus dem Braunschweiger Dom. Wenn man jetzt ein uraltes Kunstwerk hat, welches natürlich total toll ist und so, und da geht mal was verloren. Was macht man denn? Ändert man das um? Weil wie gesagt, der siebenarmige Leuchter aus Braunschweig ist eines der wertvollsten Ausstattungsstücke. Und hier steht sogar was. Demontage in der Barockzeit. Im Jahre 1728, spätestens zu diesem Zeitpunkt, wurde der siebenarmige Leuchter abgebaut, da er die Sicht auf den neuen Altar einschränkte. Er wurde im Kapitelhaus eingelagert, wodurch er vor dem Abtransport als napoleonische Beutekunst im Jahr 1806 bewahrt werden konnte. Das heißt, zufällig haben sie ihn da weggepackt und später, wo das alles passiert ist, wurde er nicht mit entwendet. Welch ein Zufall. Christoph Friedrich Görx nahm im Jahre 1815 eine Bestandsaufnahme des Leuchters vor. Dabei stellte er 67 Einzelteile fest, wobei die Füllung zwischen den Drachenfüßen ebenso wie die tragende Eisenstange fehlten. Wiederaufstellung und mehrfache Restaurierung. In den Jahren 1895 bis 1897 erfolgte eine Restaurierung, wobei auch die verlorenen Rankenfüllungen zwischen den Drachen durch den Hildesheimer Bildhauer Friedrich ersetzt wurden. Hildesheim, wisst ihr noch vorhin, B1, das Schild, Hildesheim 20 Kilometer, Braunschweig 23 Kilometer, alles steht in Verbindung. Und wie gesagt, wenn man so ein uraltes Relikt hat, was macht man denn? Verändert man das Relikt oder versetzt man es in seinen Originalzustand wieder zurück? Normalerweise versetzt man es ins Original wieder zurück. Auch wenn es halt denn nicht mehr komplett original ist, aber man bringt es wieder zum alten Aussehen, wie man es mit Autos und Oldtimers macht. Man fügt nichts Neues ein mit irgendwelchen vier Aposteln zusätzlich, die eigentlich auf einem jüdischen Symbol nichts zu suchen haben. Versteht ihr? Hier passiert was. Hier wird Geschichte verändert, weil die Menschen gucken sich das an und wissen natürlich nicht, dass da irgendwas anderes vorher mal war. Aber wenn man ganz genau hinguckt, fällt auf, dass die Platten eine andere Färbung haben als wie die Drachen. Weil es kommt aus einem anderen Jahrhundert. Es ist nachgestellt, also nachgefertigt worden. Und es geht aber noch weiter. Denn der Braunschweiger Dom, der Grundriss, ist sehr, sehr krass, was mir aufgefallen ist. Denn aus den biblischen Schriften her wurde der Tempel von Jerusalem aufgebaut. Um halt, also zeigen sie uns ja. Das heißt, es wurde geschrieben und sie so stellen sich das vor, halt, wie das ausgesehen haben muss. Und jetzt wird es interessant. Denn der Tempel von Jerusalem und der Dom von Braunschweig weisen sehr markante Parallelen auf. Denn wir haben unten die beiden Säulen, also Boas und Jachin, die vor dem Tempel stehen. So stehen die Kirchtürme auch vor den Gebäuden. Und als nächstes kommt Hof der Frauen. Und ich möchte euch gerne mal jetzt ein Video zeigen. Lasst euch mal überraschen.
So, habt ihr das gesehen? Es ist krass. Der Braunschweiger Dom ist die einzigste Kirche, welche genau dieses Muster aufweist, welches der Salomonische Tempel vorgibt. Es ist ein Witz, wenn man wirklich drüber nachdenkt, was man hier findet. Und am besten ist es, wenn man sich davon selber überzeugt, man geht dahin, nimmt sich vielleicht einen Ausdruck mit von dem Tempel und guckt sich das mal selber an. Und man wird sich wundern, was man alles findet. Denn es ist nur ein Bruchteil, was ich euch hier zeige. Es ist wirklich nur ein Bruchteil. Ich habe viel, viel mehr Daten. Es ist wirklich krass alles. Weil der Braunschweiger Dom ist der Tempel von Jerusalem aus der Bibel. Es ist krass, also was sie hier machen, wie sie alles aufgezogen haben, wie sie die Menschen manipulieren, wie sie sie belügen. Es ist wirklich krass. Und die Rothschild nehmen so Bezug auf Braunschweig, auf den Braunschweiger Dom. Denn es gibt das Alte Testament von den Rothschild, von den ersten fünf Büchern Moses. Und hier gibt es eine Skizze drin. Und vielleicht fällt euch jetzt schon was auf. Von den Rothschild sage ich nur. Seht ihr, worauf sie Bezug nehmen? Auf den Braunschweiger Dom. Weil wir haben den siebenarmigen Leuchter bei dem mit auf dem Bild. Mit den Löwen. Versteht ihr das? Sogar die Rothschild nehmen Bezug auf Braunschweig, auf den Braunschweiger Dom, auf die Menora, weil sie wissen, woher das alles kommt und welcher Ort der Ort aus der Geschichte ist, der Bibel. Das ist Braunschweig. Wie gesagt, so die Rothschilds unterstreichen das sogar mit ihrem alten Buch aus dem Jahre, wann war das gewesen? 1296. Also auch schon wieder die 96. Also es ist schon wirklich krass, was man hier findet. Wenn man halt mal einfach so mal ein bisschen sucht und guckt und schaut und vergleicht. Also das ist echt sensationell. Wie gesagt, also ich hätte niemals gedacht, dass die Rothschild sogar Bezug auf Braunschweig nehmen. Aber ihr seht es selber. Das kann jeder selber vergleichen. Und das möchte ich auch, dass die Leute sich darüber Gedanken machen, was ich hier jetzt gerade zeige. Weil es geht weiter. Denn Liste der Denkmale und Standbilder der Stadt Braunschweig. Das nach seinem Erschaffer benannte Invertkreuz gilt als eine der bedeutendsten romanischen Skulpturen auf deutschem Boden. Dabei handelt es sich um dieses Objekt. Es entstand am Ende des 12. Jahrhunderts und hat eine Höhe von 2,71 Meter und eine Breite von 2,66 Meter. Es ist das einzigste Kreuz, was ich kenne, wo Jesus am Kreuz ist mit erhobenem Kopf und einem skeptischen, strafenden Blick, wie ich finde. Und das ist eines der wertvollsten Skulpturen, muss man wissen. Und es geht weiter, denn der Braunschweiger Löwe ist die älteste erhaltene Großplastik des Mittelalters, nördlich der Alpen und erster größerer figürlicher Hulgus seit der Antike. Und den Braunschweiger Löwen habe ich euch schon gezeigt, was er symbolisch uns präsentiert. Das Grabmal Heinrichs des Löwen und seiner zweiten Gemahlin Mathilde von England ist ebenfalls außergewöhnlich, da es zu den ersten Grabmälern gehört, bei denen ein naturalischer Stil Einzug hielt. Und wir gucken uns jetzt mal was anderes an. Denn König David wurde bestattet in der Davidsstadt, Jerusalem. Heinrich der Löwe bestattet im Braunschweiger Dom, in Braunschweig. König Salomon, gestorben 931 vor Christi, Jerusalem, Israel. Otto der Vierte, Ort der Beerdigung, Braunschweiger Dom, Braunschweig. Jetzt ist es so: Die ganze Welt sucht nach den Gräbern der Könige von Juda. Die Gräber der Könige von Juda bzw. der Davidischen Dynastie befanden sich der schriftlichen Überlieferung zufolge in Jerusalem. Bücher der Könige, Bibel. Meist wurde die Bestattung des Königs mit Varianten folgender Formel notiert. Und X legte sich zu seinen Vätern und wurde begraben bei seinen Vätern in der Stadt Davids. Krypta Heinrich des Löwen.
Links der Sarkophag Heinrichs des Löwen, rechts Sarkophag seiner zweiten Ehefrau Mathilde. Im Hintergrund ein Sarkophag, in dem sich sterbliche Überreste mehrerer Brunnen befinden, nämlich Markgräfin Gertruds der Älteren von Braunschweig, Markgraf Egbert II. Von Meißen und Gertruds der Jüngeren von Braunschweig, Schwester Egberts II. Und Urgroßmutter Heinrich des Löwen. Das sind die Ahnen von Heinrich des Löwen. Und das ist damit gemeint, wurde also mit der Davidischen Dynastie. Und das ist die Welfendynastie, die hier liegt. Das ist der Bezug. Die ganze Welt sucht die Gräber in Israel und findet sie nicht, weil es die da gar nicht gibt. Weil es die Figuren eine Erfindung sind, basierend auf diese Geschichte, die es in Wirklichkeit gab. Aber ich zeige euch mal das Grab. So, ich hoffe, ihr könnt mir folgen, soweit bis jetzt. Denn es geht weiter. Graböffnung. Besuch Hitlers. Am 17. Juli 1935, 3 und 5, ergibt die 8, kam es zu einem Blitzbesuch Hitlers an der Ausgrabungsstelle. Der Besuch verlief allerdings nicht im Sinne des braunschweigischen Ministerpräsidenten. Denn Hitler erklärte nach der Besichtigung, dass ab sofort nur noch er selber über Art und Umfang der Baumaßnahmen für die Umgestaltung des Braunschweiger Doms zur nationalistischen Weihstätte entscheide. Daraufhin wurde sämtlich bis dahin schon von Klages erteilten Arbeitsaufträge storniert. Zu Hitlers großem Ärger verbreitete sich aber die Nachricht seiner eigentlichen geheimen Anwesenheit in der Stadt blitzschnell in der Bevölkerung, so dass er Braunschweig bereits nach wenigen Stunden wieder verließ und nie wieder betrat. Ob er Braunschweig nie wieder betrat, sei mal dahingestellt, weil auch dieser Besuch, wo sie ihn quasi rausgejagt haben, sage ich jetzt mal so doof gesagt, hat einen Grund. Wie gesagt, also ob er danach nochmal da war, weiß man nicht, weil es war eine geheime Aktion gewesen von ihnen, dass er nach Braunschweig kam, unter anderem auch. Und das fiel hier halt nur auf. Und ich denke mal, es sollte auffallen, es musste halt so festgehalten werden für die Geschichte. Denn, wie wir hier lesen können, hat Adolf Hitler über alle Baumaßnahmen bestimmt. Und es ist so, dass er sich somit in die biblische Geschichte mit einreiht. Weil in der Nachkriegszeit der Braunschweiger Dom wurde durch die über 40 schweren und schwersten Luftangriffe auf Braunschweig in Jahre zwischen 1940 und 1945 im Vergleich zu bis zu 90% zerstörten Innenstadt, in der er sich befindet, nur unwesentlich beschädigt. Lediglich Gewölbe der nördlichen Vorhalle, Dach und Fenster wurden in Mitleidenschaft gezogen. Nach Kriegsende wurden womöglich die baulichen und gestalterischen Veränderungen aus nationalistischer Zeit weitestgehend rückgängig gemacht
und der Braunschweiger Dom konnte wieder als protestantisches Gotteshaus dienen. So sah der Dom aus zur Zeit von Hitler. So sieht er danach aus, wie der jetzt heutzutage. Interessant ist, dass Adolf Hitler den Fußboden verändern lassen hat. Er hat ein Schachbrettboden einbauen lassen, also ein Schachbrettmuster. Sie haben alles rückgängig gemacht, nur den Fußboden, den haben sie wohl übersehen. Nichts passiert hier aus Zufall, denn Adolf Hitler hat das nicht ohne Grund getan. Er war Freimaurer, denn das mosaische Pflaster zeigt die Welt, wie sie ist. Der Salomonische Tempel war mit schwarzen und weißen Steinen gepflastert. Dieses mosaische Pflaster erscheint auf den meisten Arbeitsteppichen der Freimaurer. Nach einer alten, auf ihren Ursprung kaum überprüfbaren maurerischen Tradition war der Salomonische Tempel mit schwarzen und weißen Steinen gepflastert. Adolf Hitler reihte sich in den Bau des Jerusalemer Tempels mit ein, also sprich des Braunschweiger Dom. Deswegen hat er auch alleine entschieden darüber. Aber es geht weiter. Denn Adolf Hitler wusste von der ganzen Geschichte. Die Einbürgerung Adolf Hitlers in das Deutsche Reich erfolgte am 25.02.1932 durch den Freistaat Braunschweig. Ihr seht, die Rothschild nehmen Bezug auf Braunschweig. Adolf Hitler kommt gezielt nach Braunschweig, weil er davon wusste. Er war Freimaurer. Und sogar noch, wie gesagt, findet es selber heraus, ob er Jude war oder nicht. Und es ist so: Der größte SA-Aufmarsch in Braunschweig, der SA-Aufmarsch in Braunschweig am 17. und 18. Oktober 1931 in Anwesenheit Adolf Hitlers stellte den größten Aufmarsch paramilitärischer Verbände während der Weimarer Republik dar. Mit 104.000 Teilnehmern. Habe ich schon in anderen Videos so gezeigt, warum es so wichtig ist, auch die 104. Fransches Feld während der Zeit des Nationalismus zwischen 1935 und Kriegsende 1945 als SA-Feld bezeichnet, ist eine Grünanlage im Bereich des östlichen Ringgebiets in der Stadt Braunschweig. Hintergrund und Geschichte. Der Name dieser Grünfläche geht auf den Bauern Franz aus Riddagshausen zurück. Aus Riddagshausen, wohlgemerkt. Auf dem Franzschen Feld im Prinz-Albrecht-Park ist jedes Jahr zur Herbstzeit Drachenzeit. Herbstzeit wird Saturn zugeschrieben. Und sie nehmen Bezug auf die Drachenzeit. Das ist der Seniorenrat Braunschweig-Braunschweiger Journal 27 Jahre Heft vom 5. Oktober und November. 27 Jahre, 72 auch gedreht, wie sie uns die immer zeigen. 2 und 7, 7 und 2 und so weiter, die ganze Kombination. Adolf Hitler wollte die Stärke seiner Sturmabteilung SA gegenüber den herkömmlichen Kampfeinheiten besonders hervorheben. Daher kam es am 17. und 18. Oktober 1931 zu einem gewaltigen Aufmarsch der SA-Truppen auf dem Franzschen Feld. Hierbei führte Hitler am 17. Oktober die sogenannten Fahnenweihe durch, bei der er neue Parteifahnen und Standarten mit der Blutfahne berührte, die bei dem Putschversuch 1923 in München eingesetzt worden war. Durch dieses Zeremonielle wurde sozusagen auch der Boden, auf dem dieses durchgeführt wurde, zu heiligem Boden. Adolf Hitler machte den Franzschen Feld zum heiligen Boden, also den Nussberg. Die Kreuzigung Jesus Christi, Johannes 19 bis 17. Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Überschrift und heftete sie an das Kreuz. Und es stand geschrieben: Jesus, der Nazarener, der König der Juden. Diese Überschrift nun lasen viele Juden, denn der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Golgatha ist der heute verwendete Name eines bislang nicht identifizierten Hügels außerhalb des Jerusalems der Antike.
Hügel Braunschweig. Ein Treffer auf Nussberg. Braunschweig war damals kleiner, wie ich schon vorhin einmal angemerkt hatte. Die Oker drumherum ist quasi die Grenze von dem alten Braunschweig. Der Nussberg liegt außerhalb des alten Braunschweigs. Adolf Hitler ging einen bestimmten Weg bis zum Frankschen Feld und vom Frankschen Feld wieder zurück. Hier ist leider der Fall falsch rum. Er ging zurück von Nussberg, die Jasperallee lang runter, am Staatstheater vorbei und bog dann links ab zum Schlossarkaden von Braunschweig. Also damals das alte Schloss, was sie jetzt gerade wieder aufgebaut haben extra. Und wenn er gekonnt hätte, wäre er weiter geradeaus gegangen. Das weiß ich, weil ich werde es euch zeigen, warum. Denn sogar schon die Strecke ist sehr markant. Es gibt in Braunschweig die Richard-Borek-Stiftung. Die Stiftung ist nach Richard Borek 1874-1947 benannt. Die Wohltäter von Braunschweig. An vielen Orten in Braunschweig hat die Familie Borek ihre Spuren hinterlassen. Und es wird uns das alte Stadtrathaus gezeigt. Er kaufte, also Borek damals der Typ, er kaufte ein Geschäftshaus am Domplatz 4. In werbewirksamer Lage am historischen Burgplatz mit dem Wahrzeichen der Stadt, dem Braunschweiger Löwen. Dieses Haus war bis 1985 Hauptsitz des Unternehmens und ist heute noch sein Ladengeschäft, Borek am Dom. Das hier unten links in der Ecke. Richard Borek Unternehmensgruppe. Die Richard Borek Unternehmensgruppe in Braunschweig ist eine der ältesten Versandhäuser Deutschlands. Seit 1906 und eine weltweit bedeutende Versandhandlung für Briefmarken, Münzen und historische Wertpapiere. Die Richard-Borek-Stiftung macht Denkmalpflege und setzt das Stadtbild in einem bestimmten Licht. Der prominenteste Beitrag der Stiftung zum Braunschweiger Stadtbild ist der Nachguss der Braunschweiger Quadriga. Außerdem finanzierte sie die Errichtung der Bronzesäule 2000 Jahre Christentum auf dem Ruhfeuchtenplatz. Ich hatte mal in einem Video gesagt, die Information kommt immer am Anfang und am Ende. Hier ist es auch ein Muster, am Anfang und am Ende. Die Quadriga hatte ich auch schon in anderen Videos gezeigt, was dazu. Und hier geht es mir um die 2000 Jahre Christentum, um diese Säule. Denn 2000 Jahre Christentum ist die Bezeichnung einer bronzenen Monumentalsäule des Künstlers Jürgen Weber in Braunschweig, die am 21. September 2006 dort auf dem Ruhfeuchtenplatz enthüllt wurde. Finanziert wurde das Kunstwerk von der Richard-Borek-Stiftung. Darstellung. Der Künstler thematisiert auf der 8,50 Meter hohen Bronzesäule in mehreren Szenen die Entwicklung des Christentums in den letzten 2000 Jahren. Einige Szenen in chronologischer Reihenfolge sind die Geburt und die Kreuzigung Jesu. Und wir gehen jetzt gleich mal zum letzten. Die Anschläge auf das World Trade Center am 11. September 2001. So, ich meinte gerade eben, woanders kam schon die Information am Anfang und am Ende, welche wichtig ist. Das gleiche Schema haben wir hier. Wir haben am Anfang die Geburt und Kreuzigung Jesu und wir haben am Ende die World Trade Center. Ihr wisst noch, 2001, 11. September. Wir wissen, dass am 3.11. was passieren soll, so wie sie uns das alles zeigen. Der Da Vinci Code zeigt es, dass es jetzt beginnt Wikipedia, 21.3. wurde Wikipedia einen Tag abgeschaltet. Und der Da Vinci Code beginnt am 21.3. Dieses Jahr hat Notre Dame gebrannt, an den Geburtstag von Leonardo da Vinci. Auf dem Cover sind Da Vinci seine Sachen mit drauf. Der Da Vinci Code ist vor der Apokalypse, muss man wissen. Auf der Säule gibt es was ganz Bestimmtes. Es gibt den 3.11.
Der ist da drauf. Und ihr wisst noch, Heinrich der Löwe. Sie sagen uns, angeblich ist er 1129 geboren oder 1130. Versteht ihr die Zahlen? Sie tauchen immer wieder auf, weil sie wichtig sind. Und sie tauchen schon wieder auf. Für das, was nämlich jetzt noch kommen wird, ist jetzt schon eingebaut auf den Sachen, was die Menschen nicht erkennen. Aber wir machen weiter, weil es geht hier nicht um den 3.11. Die Säule steht da vorne, wo der rote Pfeil ist. Wenn ihr jetzt den Weg aufklappt, den Adolf Hitler gegangen ist, kommt ihr zur Säule. Er muss halt nur vorher abbiegen, weil der Aufmarsch der Menschen und so ist da einfach besser zu vollziehen als wie direkt beim Burgplatz. Hätte nicht gereicht für die Menschen. Und außerdem hätten sie sich gefragt, warum er gerade dahin geht. Es hat alles einen Grund, warum die Säule auch dahin gestellt wurde. Denn es ist so, der Nussberg ist eine kleine Erhebung mit 93 Metern über Nullpunkt im östlichen Ringgebiet. Der Nussberg, der Rutenpunkt, wird markiert da oben bei einem Baum. Es ist der einzigste Baum, der auf diesem Hügel für mich steht. Also ist es ein Hügel, ist es kein Berg, ist es ein Hügel. Wer in Braunschweig wohnt, weiß, dass es ein Hügel ist. Es steht an einem Baum, steht oben auf Nussberg und dieser ist markiert. Es ist dieser Baum. Und das ist die Christensäule, also die Christentumsäule, 2000 Jahre, der Standpunkt. Und es ist so, zwischen den beiden Entfernungen, zwischen den beiden Punkten kommt eine Entfernung raus von 2,20 Kilometer. Der echte Jesus Christi hat den Zahlenwert einer simplen Gematria 220. So. Der Baum, der da steht, ist ein Spitzahorn. Der Spitzahorn ist im Wald eine eher seltene Baumart. Okay, es ist auch ein Park, er wurde angepflanzt. Und keiner kann mir sagen, seit wann es diesen gibt und wer ihn angepflanzt hat. Nach Sagen und Mythen der Antike, in der Volksmedizin wird Ahorn wenig erwähnt. Lediglich sollen die an Johanni am 24. Juni gepflückten Ahornblätter getrocknet und später in kochendem Wasser eingeweicht, heilkräftig bei allen Wunden sein. Jesus heilte alle Wunden. Der Baum heißt Acer plantanoides. Und ich möchte gerne mal an dieser Stelle erwähnen, es gibt eine Firma, die nennt sich Acer, Computerfirma. Und das ist ein Blatt von dem Baum. Der Name ergab den Zahlenwert 143, unter anderem auch The Real Jesus. Ihr müsst wissen, ich suche nicht mehr irgendwie willkürlich was raus, ich suche nach bestimmten Zahlenmuster. Und dieses Zahlenmuster ist entscheidend, so, weil der Bezug ganz, ganz krass gewählt wurde. Aber ich mache weiter. Der Nussberg. Der Hügel ist der Hügel Golgatha. Und es ist nach der biblischen Geschichte der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde. Adolf Hitler wusste von der Geschichte, weswegen er da alles da machte, warum der Ort zum heiligen Boden gemacht wurde. Denn was gibt es Größeres für sie von der Geschichte her, was die Menschen nicht sehen und nicht verstehen? Das heißt, er weihte diesen Boden zum heiligen Boden und kein Mensch hat verstanden, warum er das tat. Er wusste es ganz genau, er wusste es wirklich. Denn, wie gesagt, der gehörte mit zum Club, wie alle zum Club mitgehören von denen da oben. Wirklich alle. Und wir machen weiter. Mit Johannes 19, Vers 40. Sie nahmen nun den Leib Jesu und banden ihn samt den wohlriechenden Gewürzen in Leintücher, wie die Juden zu begraben pflegen. Es war aber ein Garten an dem Ort, wo Jesus gekreuzigt worden war, und in dem Garten ein neues Grab, in das noch niemand gelegt worden war. Dorthin nun legten sie Jesus, wegen des Rußtags der Juden, weil das Grab nahe war.
Und ich habe mich wirklich lange gefragt, wo könnte es sein? Wie gesagt, ich komme aus Braunschweig, ich bin hier aufgewachsen und ich kenne gerade die Ecke wie meine Westentasche, weil ich genau ein paar Straßen weiter aufgewachsen bin. Ich habe da jeden Tag gespielt. Also ich kenne diese ganze Ecke wirklich echt gut. Und direkt dahinter, hinterm Nussberg, sind ganz viele Kleingärten, so ein Kleingartenverein überall. Man sieht es auch hier, der Triangelverein, der Kleingartenverein Triangel. Also schon sehr interessant, wie die Namen hier gewählt wurden, wenn man das alles weiß. Habe ich mich gefragt, sie können doch ihn nicht irgendwie unter einen Kleingarten begraben oder halt da begraben und dann irgendwas drüber bauen. Das machen sie nicht. Es ist zu wichtig für sie, diese ganze Geschichte. Und dann kam es mir. Und es ist so, es gibt das Kloster Riddagshausen. Es heißt, nah an der Kreuzigungsstätte war ein Garten. Und wir sehen hier hinten das Klostergebäude, die Kirche. Und hier ist der Nussberg, der Baum. Das Grab war nah der Kreuzigungsstätte. Das Foto ist von der St. Andreaskirche oben, wo ich das mit der Liberei denn mitbekommen habe, wo ich da hingegangen bin und mir die angeguckt habe. Das war an dem Tag, wo ich das Foto gemacht habe. Und wie gesagt, es ist gar nicht weit entfernt. Die Entfernung zwischen den beiden Punkten ergibt 100, also ergibt 1,44 Kilometer. Body of Christ 144, Leib Christi. Und ich möchte euch jetzt mal gern was zeigen. Schaut es euch mal an. Warum ich sage, dass dieses das Grab Jesu Christi ist aus der Bibel, hat einen Grund. Denn ich fahre da nicht hin und suche mir irgendein Grab aus, sondern ich beschäftige mich damit und recherchiere ganz viel nach und kontrolliere Sachen und wie gesagt, vergleiche jede Menge. Und ich möchte euch jetzt einiges darüber zeigen. Es gibt ein Buch, Huden an mich gesandt, von Michael Werling, über die Grabmäler und Epitaphe im Kloster Riddagshausen. Entschuldigung, wenn ich manchmal nicht irgendwas richtig ausspreche, aber ich kann mich so schwer an irgendein System halten. Da verzeiht mir bitte, aber ihr versteht mich schon garantiert. Und das Grab. Wie gesagt, in diesem Buch sind alle Gräber auf diesem Gelände, innerhalb und außerhalb des Klosters, beschrieben. Dieses Grab ist das Grab unbekannter Tote. Die ursprüngliche Betextung der Platte ist vollständig abgewittert bzw. abgetreten. Doch eine Stelle ist noch erhalten, die an der Stele, also den aufrechten Stein. Zum Wiedersehen ohne Trennung, für nur des Todes, letzte Stunde. Bezogen wird sich noch hier als Mischtyp erscheint sie auf dem Kirchhof von Riddagshausen als sogenannte Urnstelle. Grab 66. Sie wollen uns erzählen, dass das ein Urnengrab ist. Ich werde euch das so noch was zeigen. Und beziehen sich halt auf das eine Grab hier von Johann Adolf Ludwig Nerkorn, welches dieses hier ist. Das Foto habe ich selber hier gemacht. Sie sagen, weil das ein Urnengrab ist, ist das auch ein Urnengrab. Doch ist dieses Grab, kleiner Moment, 1,20 Meter breit und 2,30 Meter lang. Also die Liegeplatte, ist eine Liegeplatte drauf. Eine Urnenstelle macht man nicht so. Man macht einmal eine Urnenstelle und dann ist es so. Es hat einen Grund, warum das unbekannt ist. Dieses Grab. Es heißt, Jesus wurde also in einen Garten begraben, nahe der Kreuzigungsstätte. Ihr seht schon das Schild, Klostergarten. Aber es wird noch besser. Denn auf dem Gelände steht eine Maria-Statue. Diese steht hinten in der Ecke von dem Gelände. Das Grab ist hier vorne gleich beim Eingang, habt ihr ja gesehen. Die Statue stand noch nie da. Es gibt Beiträge, also halt Zeitungsartikel. Die Klosterkirche noch immer ein Ort der Entschleunigung.
Riddagshausen feiert das 800-jährige Jubiläum. Das heißt, die Geschichte konnte erst passiert sein, wo das Gebäude gab. Es ist so, dass wir hier auf dem Foto was ganz Bestimmtes sehen, was gar nicht auffällt. Denn in anderen Beiträgen, wie zum Beispiel bei YouTube, gibt es Reportagen über das Kloster und so, kommt auf einmal eine Maria-Statue vor. Das hat ein Freund gefunden, meint so, ey, guck mal, die Maria-Statue stand vorher woanders. Ich, ach was, ist ja interessant. Und es ist so, dass auch das Klostergartenschild ganz woanders stand, nicht hier vorne, sondern hier hinten und zeigt direkt drauf auf das Grab. Und wie gesagt, die Maria-Statue steht hier vorne bei Jesus sein Grab. Oder stand besser gesagt. Hier sehen wir noch ein Foto, habe ich auch noch gefunden. Und diese Statue steht jetzt nicht mehr da. Verantwortlich ist Pfarrer Bernhard Knoblauch dafür. Denn ich war da gewesen und habe mit Mitarbeitern geredet. Natürlich jetzt nicht so, hey, warum steht die Statue nicht mehr bei Jesus sein Grab da? Sondern halt, ich bin anders rangegangen. Weil ich da aufgewachsen bin, kann ich halt besser damit umgehen. Weil da fragt man halt so, ich bin hier aufgewachsen, damals stand die Maria-Statue da vorne, warum steht sie jetzt da hinten? Und eine Person wusste es nicht und die andere Person hat mir erzählt, dass der neue Pfarrer dafür verantwortlich ist, dass sie jetzt da hinten steht. Warum, weiß er selber nicht. Und wann es genau, wann sie umgestellt genau wurde, wusste er jetzt auch nicht mehr. Ist ja auch, spielt keine Rolle. Der Fakt ist, sie wurde umgestellt. Und von gewissen Punkten abzulenken. Denn die Maria-Statue, könnte man denken, sie steht einfach so da und guckt sich das Kloster an. Ich habe das vermessen mit Kompass und all solchen Sachen, was man dazu macht. Sie guckt genau auf Jesus sein Grab. Die trauernde Maria. Und das war der alte Standpunkt. Bei Jesus sein Grab. Die trauernde Maria. So wie es in der Bibel steht. Aber es geht weiter. Denn die Steinplatte unten auf dem Boden, die ist abgetreten und also wirklich verwittert. Also ich habe echt viel versucht. Ich habe sogar ein bisschen sauber gemacht halt. Habe Fotos gemacht, Nahaufnahmen, habe sie verändert halt von Farbwerten her. Man kriegt das nicht mehr raus. Also keine Chance, wirklich nicht, was da alles steht. Aber wichtig ist das, was auf der Stele steht. Denn zum Wiedersehen ohne Trennung führt nur des Todes heilige Stunde. Dieses finden wir in einer biblischen Geschichte des Neuen Testaments. Maria und ihre Freundinnen sahen Jesum mit ihren Augen wahrhaft sterben, sahen Blut und Wasser aus seiner Seite fließen, sahen seine entleerten Leichnam in das Grab legen. Dem Wiedersehen nach dem Tode aber folgt keine Trennung mehr. Versteht ihr? Der Bezug zu der Geschichte, Maria, das, was auf dem Grab steht, das ist der Bezug dazu. Denn es ist so, ich war einen Tag da gewesen und habe was nachgeguckt, was geprüft. Und an diesem Tag fiel mir was auf. Da lag eine kleine rote Frucht auf dem Grab. Und ich habe mich gewundert, also die sprang einen richtig an. Und ich dachte mir, warum liegt da jetzt so eine rote Frucht? Weil manche Sachen passieren einfach nicht aus Zufall. Und es hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Und ich habe mir ein Stück von der, ups, ja, da ist die rote Frucht, die mich so irritiert hat. Hatte ich so noch ein Foto, war mit drauf. Die ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Die hier. Und ich musste mir halt eine Frucht davon mitnehmen. Das ist diese hier. Und es ist eine Kornelkirsche und gehört zu den Hartriegeln, Cornus. Hartriegel, auch Hornstrauch genannt, ergibt in der Gematria ein Image of Jesus, den Zahlenwert. Eine christliche Legende unbekannter Herkunft verkündet, dass das Kreuz, welches verwendet wurde, um Jesus zu kreuzigen, aus Hartriegel konstruiert wurde. Während der Zeit von Jesus war der Hartriegel größer und stärker als heute und war im Bereich der größte Baum Jerusalems. Es gibt also eine Legende, die auf den Hartriegel Bezug nimmt, welche das Kreuz von Jesus symbolisiert.
in der Gematria. Er gab die Cornelkirsche. Jesus Cross. Jesus Kreuz. Und das alles nur, weil eine Frucht da lag, muss ich mal nachgucken, was es mit dem Baum auf sich hat und was es für ein Baum ist. Dazu muss man sagen, es ist der einzigste Baum auf dem Gelände. Es gibt sonst keine dieser Bäume, also dieser Baumsorte auf diesem Gelände. Es gibt mehrere, es gibt einen Obstgarten, und wo ganz viele Bäume stehen, aber nur dieses eine Mal steht so ein Baum auf dem Gelände. Und das bei diesem Grab. Und zufälligerweise steht direkt vor meiner Haustür der gleiche Baum. Welch ein Zufall. Auf sowas achtet man denn irgendwann. Das ist schon echt krass alles. Aber weiter. Denn es gibt noch eine Pflanze hier bei dem Grab. Und das ist der Adlerfarn. Adlerfarn wird auch Jesus Christwurz genannt. Jesus Christi Wurzel. Also Jesus Christwurzel. Es hat einen Grund, dass diese Pflanzen da stehen. Natürlich ist es jetzt normal, dass diese Pflanzen bei Gräbern stehen, aber hier hat es einen Grund. Hier ist wirklich ein Grund dahinter, weil wir sehen den Baum, der dahinter gepflanzt ist. Wir sehen, rechts und links sind die beiden gepflanzt, die Maria-Statue daneben und so weiter. Und auch sehen wir halt ein Achteck um das Grab herum. Ein Achteck, auch Oktogon oder Oktagon genannt. Im Christentum, in der christlichen Zahlensymbolik des Mittelalters, ist die 8 die Zahl des glücklichen Anfangs, der Neugeburt, des Neubeginns, der geistigen Wiedergeburt. Es ist auch die Zahl der Taufe und der Auferstehung, Symbol des neuen Bundes und Symbol des Glückes. Aha. Also, wenn man um die wirkliche Symbolik weiß, dann weiß man, dass das nicht gut ist, was da rumgelegt ist, muss man wissen. Und wie gesagt, es bezieht sich noch mehr darauf, denn auf der anderen Seite hängt ein Kreuz. Und dieses Kreuz hängt, wie gesagt, es hängt ganz versteckt auf der anderen Seite an einen Pfeiler. Dieses hier. Und das ist jetzt mal hier bei Google Maps dargestellt, damit ihr mal ungefähr wisst, hier auf der anderen Seite ist das Grab. Und ich musste mal was nachgucken, weil mir das Kreuz schon aufgefallen ist. Weil man geht ja rum, guckt sich die ganzen Gebäude an und schaut, ob man irgendwas so Außergewöhnliches findet. Und wie gesagt, auf einer Seite, so ganz abgelegen, so wo keiner es sieht, wo eigentlich keiner lang geht, weil der Hauptweg auf der anderen Seite ist, hängt ein Kreuz mit Jesus drauf. Und ich möchte euch auch mal was zeigen, denn ich habe mal was nachgeguckt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 11, 12, 13, 15, 16, 17. Und da sieht man sogar noch die Frucht aufliegen, die Cornelkirsche hier vorne. Weswegen es mir nicht aus dem Kopf ging mehr. Aber dieses findet man heraus. Wegen ein Kreuz, das so offen, das auf der anderen Seite hängt. Welches eine Markierung ist, mal wieder. Man kommt sich schon vor wie Indiana Jones, ohne Hut und ohne Peitsche, fehlt nur, dass die Steinkugel hinter einen herrollt. Also wirklich. Und wie gesagt, dieses Kreuz
hat ein Künstler gemacht, der heute noch lebt. Es ist Magnus Teber. Seine Werke sind dem Stil des Realismus verpflichtet. Und wir sehen hier schon die Einaugensymbolik, Freimaurer. Mai 2004, kleines Kruzifix in Bronze am südlichen Strebepfeiler des Langhauses der Klosterkirche Rexhausen. Leihgabe. Die Leihgabe will er nicht zurückhaben. Glaubt mal, die will er nicht haben. Ist Ehre genug, das zu markieren. Denn der Typ, ich muss mal ein neues Fenster öffnen. Der Typ weiß schon ganz genau, was er tut. Denn er hat uns hier in Braunschweig, im Stadtgebiet Querum, also im Stadtbezirk, hat er den Januskopf aufstellen lassen, welcher eine Leihgabe von 15 Jahren ist. Und man muss dazu sagen, die 15 Jahre sind abgelaufen und das Ding steht immer noch. Deswegen, der will seine Leihgabe nicht zurückhaben. Und das ist das, was ich vorhin meinte mit dem Kreuz. Der Januskopf, könnt ihr euch noch daran erinnern, ist auf dem Economist Cover 2015. Er weiß schon ganz genau, was er da tut und was er da uns zur Schau stellt, was anders den Menschen verkauft wird. Und über ihn gibt es auch eine Reportage. Und die möchte ich euch auch gerne mal zeigen. Hört mal ganz genau hin, was sie da sagen. Ja, was sie da sagen. Hört mal ganz genau hin einfach. Echt krass. Symbole geben zu denken. Dieser Satz des im Jahr 2005 gestorbenen französischen Philosophen Paul Ricoeur beschreibt für mich auch die Wirkung der Christusskulptur von Magnus Kleine Tebbe. Unvermittelt, fast zusammenhangs- und beziehungslos steht sie da, neben der Kirche. Neben der Kirche. Ein menschliches Antlitz, genauer zwei. Regelrecht ausgesetzt am Verkehrsknotenpunkt Hagenmarkt in der Braunschweiger Innenstadt. So kommt mir das vor. Beim flüchtigen Betrachten erkennt man nicht sofort, wen diese auffällige Skulptur darstellen und repräsentieren soll. Wie von römischen Söldnern ist er hier abermals entkleidet worden. Dieses Mal sind ihm aber die typischen Christusinsignien abgenommen. Habt ihr das gehört, was sie gesagt haben? Wir machen das nochmal, wir lassen es nochmal kurz laufen. Kleinen Moment. Stadt. So kommt mir das vor. Beim flüchtigen Betrachten erkennt man nicht sofort, wen diese auffällige Skulptur darstellen und repräsentieren soll. Wie von römischen Söldnern ist er hier abermals entkleidet worden. Wie von römischen Söldnern ist er hier abermals entkleidet worden? Das ist ja interessant. Also ich glaube, das sind so kleine Details, auf sowas achten die Menschen gar nicht. Was da gesagt wurde, er wurde abermals an dieser Stelle entkleidet. Sehr interessant. Also dieses, denke ich mal, weil man muss wissen, dass am Hagenmarkt genau daneben nämlich auch die Menschen halt verspottet wurden, die halt, ja, die Wahrheit gesagt haben, quasi. Und da wurden sogar Menschen auch enthauptet, muss man das so sagen. Und der Typ, wie gesagt, weiß ganz genau, was er da macht. Und er weiß davon, von der Geschichte, wie Adolf Hitler und wie Rothschild und wie die anderen alle bösen Menschen. Wie gesagt, er ist einer davon, definitiv. Das sieht man, das ist so unverkennlich. Aber gut, er ist nicht das Thema. Wir machen weiter mit dem Kloster. Auf der anderen Seite, hinter Jesus sein Grab, am Kloster, gibt es ein Portal. Dieses hat ein Kreuz auf einem Berg oder auf einem Hügel. Es ist so, es gibt in Braunschweig auf dem Nussberg den Roggenstein. Braunschweiger Roggenstein, Vorkommen am Nussberg. Die Struktur vom Roggenstein ist körnig. Und seht ihr die Fotos von den Roggensteinen? Und seht ihr den Hügel, welche Andeutung das ist zu den Roggensteinen? Denn man muss wissen, dass der Roggenstein sehr wichtig war damals für die Menschen in Braunschweig, für die gewisse Gebäude, gerade für die Kirchen und so, die sie gebaut haben. Eigentlich eher die Tempel, besser gesagt. Es gibt die St. Michaeliskirche. Der rote Braunschweiger Roggenstein für den Bau stammt aus dem nahegelegenen Nussberg. Für diese Kirche.
Und bei dieser Kirche ist mir was aufgefallen, denn ich bin durch ganz Braunschweig und ich habe mir alle alten Gebäude ganz genau angeguckt und habe mich dann informiert immer. Es ist so, wer nach Braunschweig reinkam, kam an diese Kirche vorbei. Und wir sehen hier eine Ausbuchtung in der Mauer, wo ein Kopf abgebildet ist, welcher der Kopf von Jesus Christi ist. Auf der Ostseite des Kirchenschiffes befindet sich ein Abbild des Kopfes Christi. Reisende, die durch das Michaelistor in die Stadt kamen, erreichten zunächst die Michaeliskirche und strichen im Vorbeigehen über den Kopf, da dieser der Legende nach Glück verheißen sollte. Im Laufe der Jahrhunderte wurden die Konturen der Skulptur durch diese Abnutzung immer undeutlicher. Die Entfernung von dem Rutenpunkt bis zu dem Baum auf dem Nussberg, den sie markieren, hat eine Entfernung von 3,00 Kilometer. Der Roggenstein ist ganz, ganz wichtig, wenn man mal so guckt, in welchem Gebäude er verbaut wurde. Hier in Braunschweig. Ich will jetzt nicht alle aufzählen, könnt ihr mal selber ein bisschen nachrecherchieren. Macht wirklich Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn man weitergeht auf dem Klostergelände, findet man neue Kunst, welche halt die drei Kreuz, also die Kreuzigung darstellt, welches aufgebaut ist wie ein Dreieck. Kann man hier jetzt minimal sehen, müsst ihr euch selber mal angucken alles. Also ihr müsst euch das mal selber angucken, was man hier alles findet. Und viele werden jetzt meinen, aber Jesus wurde doch in einer Höhle begraben oder besser gesagt beerdigt. Nirgendwo steht es, dass es eine Höhle ist. Es kommt immer nur andere Definitionen vor. In Johannes steht zwar aber ein Garten an dem Ort, wo Jesus gekreuzigt worden war, und in dem Garten ein neues Grab, in das noch niemand gelegt worden war. Dorthin nun legten sie Jesus wegen des Rußtags der Juden, weil das Grab nahe war. Matthäus. Also ich lese jetzt nicht alles vor. Und in Matthäus steht nur was von einem Felsen, welchen sie aushauen lassen hatten. Und sie wälzten einen großen Stein vor den Eingang des Grabes. Jetzt könnte man natürlich denken, sie haben da eine Höhle reingeschlagen oder einen riesengroßen Stein vorgewälzt. Doch so ist es nicht. Denn diese ist eine Definitionssache hier. Und diese Bibel basiert auf die Geschichte aus Deutschland. Und in Deutschland wurden Menschen nicht in irgendwelchen Höhlen begraben. Und nicht mal hier steht es, dass irgendwo eine Höhle ist. Weil das Interessanteste von allen, warum ich mich frage, warum die Menschen das nicht sehen, ist, dass die Auferstehung Jesu Christi bei Wikipedia zum Beispiel niemals in einer Höhle dargestellt wird. Es wird nie eine Höhle dargestellt. Keine Höhle. Immer ein Steinsarkophag. Immer ein Sarg, keine Höhle. Egal wo man guckt, keine Höhle. Natürlich gibt es ab und zu mal irgendwo einen, so der einen Ausreißer hat, wo eine Höhle vorkommt, aber hey, keine Höhle. Wenn man sich mal informiert, keine Höhle. Sehr interessant ist das Schachbrettmuster bei diesem Bild. Und die 666, die der Typ in der Mitte macht, beim Anbeten bei der Auferstehung von Jesus. Wie gesagt, keine Höhle. So guckten sie rein in das Grab von Jesus. Sogar auf einer Braunschweiger Stadtmünze, also auf einer Braunschweiger Münze, ist Jesus Christi drauf, mit der Auferstehung, in einem viereckigen Steinsarg. So wie auf dem Gelände, was ich gerade gezeigt habe. Das Wahrzeichen, das Örtchen, der nur ein Steinwurf östlich der Stadt liegt. Die Klosterkirche erlebt in diesem Jahr das 800-jährige Jubiläum seiner Grundsteinlegung. Dieses Kloster ist 800 Jahre alt. Und 2016 stand die Statue auch schon nicht mehr da. Nebenbei mal angemerkt. Der Weg vom Punkt aus, vom Rutenpunkt Nussberg bis zum Klosterkirche Relaxhausen sind 23 Minuten zu Fuß angegeben. Also das ist wirklich nicht weit, aber die Zahl 23 ist auch schon wieder, dass sowas auftaucht, es gibt keine Zufälle, wirklich nicht, es gibt keine Zufälle. Denn dieses ist das biblische Grab von Jesus Christi aus der Bibel. Und ich könnte so viel noch dazu erzählen, aber das Video wird jetzt schon zu lang. Und wir machen mal weiter. Das war das Grab Jesu. Wir kommen mal zu den Stammbäumen.
denn 12 Stämme Israels. Die 12 Stämme Israels bilden nach der Überlieferung des Tanach das Volk Israel. Jakobs Nachkommen. Jakob hatte 12 Söhne. Genesis 35, 22, 27. Könnt ihr alles selber nachlesen. Es gibt den Liudolf. Und er gilt als Stammvater des Adelsgeschlechts der Liudolf-Finger. Und seine Frau war die fränkische adlige Odda. Liudolf war nach Angaben verheiratet mit Odda. Liudolf und Odda hatten 11 oder 12 Kinder. Er ist der Stammvater des Adelsgeschlechts der Liudolfinger. Und er hatte 12 Kinder. Ich meinte schon vorhin, dass die Geschichte auf wahre Begebenheit basiert. Das werde ich gleich noch zeigen, denn und es gibt den Stammbaum von Juda. Natürlich jetzt nicht jeder einzelne aufgelistet, weil zwischen Pharis und David fehlen ein paar Leute, aber das spielt keine Rolle. Es geht um die wichtigen Personen mir gerade. Es gibt den Stammbaum der Otton von Liudolf Finger. Und Jakob ist Liudolf mit seinen 12 Kindern. Juda ist Heinrich der Erste. Denn in 1. Moses 38, 27, 30 ist die Geschichte von seinen Kindern. Und es geschah, als sie gebären sollte, siehe da, waren Zwillinge in ihren Leib. Und es geschah, als sie gebar, da kam eine Hand heraus. Da nahm die Hebamme einen roten Faden und band ihn darum und sprach, der ist zuerst herausgekommen. Als dieser aber seine Hand wieder hineinzog, siehe da, kam sein Bruder heraus. Und sie sprach, warum hast du dir einen solchen Riss gemacht? Und man gab ihm den Namen Pharis. Danach kam sein Bruder heraus, der den roten Faden um die Hand hatte, und man gab ihm den Namen Serach. Das ist die biblische Geschichte. Dieses ist die Geschichte der Kinder von Heinrich den Ersten. Denn der Erstgeborene, also besser gesagt, das erste Mal in der Adelsgeschichte bekam der Erstgeborene das das Königreich. So, der Zweitgeborene bekam nur Schätze. Dieses ist das erste Mal bei Heinrich den Ersten passiert mit seinen Söhnen. Otto hat als erster Sohn alles bekommen, welcher Pharis Juda ist. Serach Juda ist Heinrich, der Zweitgeborene. Mathilde ist Tamar aus der Bibel, welche Pharis und Serach bekommen hat. So hat Mathilde Otto den Ersten und Heinrich den Ersten bekommen. In Braunschweig gibt es das alte Stadtrathaus. An diesem alten Stadtrathaus hängen Figuren der Geschichte der Vorfahren von Braunschweig. Ich zeige euch jetzt nochmal ein Video. Und
Ich möchte euch jetzt gerne mal was zeigen. Denn wir haben jetzt den Stammbaum von der Bibel und wir haben den Stammbaum, den es in echt gibt, welcher total wichtig für sie ist, weil der Adel, wenn man sich das heute mal so in der Welt anguckt, ist außerordentlich wichtig. Das heißt, wer mit wem heiratet, wer mit wem verkehrt und so weiter und so weiter. Dieses können wir greifen, dieses können wir prüfen. Das andere ist eine Geschichte, welche wir jetzt überprüfen können, anhand welchen Menschen sie es zurück, also wie sie es aufgebaut haben. Denn wenn man was erfindet, kann man es zurückrekonstruieren, woher es entstammt, so gesehen. Und das möchte ich jetzt mal so ein bisschen zeigen. Denn Juda ist Heinrich der Erste. Und er wird so angegeben bei dem alten Stadtrathaus. So wie die Geschichte für sie wichtig ist. Denn aus dem Hause Pheres, also aus der Stammlinie von Pheres, entstand nämlich König David. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Denn Otto der Erste bekam ja alles, weil er der Erstgeborene war, Pheres Juda, nach der Bibel her. Dann kam Otto der Zweite und Otto der Dritte. David ist ja Heinrich der Löwe. Und das Problem hier bei den Stammbaum der Ottonen, der Lidolfinger, das ist echt ein Name, sage ich euch. Nennen wir sie weiter Ottonen, ist leichter. denn David ist Heinrich der Löwe. Und bei den Stammbaum der Ottonen, also hier sind mehrere drauf. Hier sind die Staufer drauf, hier sind die Ottonen drauf. Aber wir bleiben jetzt mal kurz bei der Tafel, denn bei den Stammbaum ist Friedrich Barbarossa, also Friedrich der Erste, Barbarossa, unten mit auf den Stammbaum, ein Staufner. Und er war der Gegenspieler von Heinrich des Löwen, muss man wissen. Und Heinrich der Löwe war jünger, das heißt, er taucht hier nicht auf der Stammbaumliste mit auf mehr. Aber es ist halt wichtig für sie, dass halt Barbarossa mit auftaucht. Geschichte David gegen Goliath, der Kniefall, sage ich nur. Es gab Riesen wirklich, aber halt nicht in der Geschichte zu dieser Zeit, muss man wissen. Natürlich auch schon, aber das verhält sich alles ein bisschen anders mit der biblischen Geschichte. Sie verkaufen uns ganz viel Wahrheit da drin, aber halt nur in verschiedenen Zeitepochen, die alles nicht so ganz über den Daumen passen. Es ist sehr interessant, wenn man sich damit beschäftigt, aber wie gesagt, auf der Stammbaumliste hier taucht Heinrich der Löwe nicht auf. Es ist so, dass halt Braunschweig von dem Brunnon abstammt. Das ist dieser. Wir sehen auch schon das Schild, blau-gelb. Das Fußballwappen von Eintracht Braunschweig hat die Farben blau-gelb. Sehr interessant, was man alles so findet über Eintracht, wenn man sich mal genauer informiert. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Bei den Stammbaum sind die Ottonen mit drauf, die Salier und die Staufer. Und jetzt habe ich mich erstmal über das alte Rathaus informiert weiter, bevor wir jetzt weiter auf die Wappen eingehen und halt den ihre Abstammung. Weil das spielt auch mit dazu, weil wenn wir nämlich gerade bei einem alten Stadtrathaus sind, möchte ich euch gerne was zeigen. Denn das gotische alte Stadtrathaus in Braunschweig ist eines der ältesten erhaltenen Rathäuser Deutschlands, dessen ältester Teil aus der Mitte des 13. Jahrhunderts stammt. Stadt Braunschweig, Herzog Anton Ulrich Museum. Die Inschriften der Stadt Braunschweig bis 1528. Die Bezeichnung Praetorium meint im späten das städtische Rathaus. Johannes 18:28. Sie führten nun Jesus von Kajapas in das Praetorium. Es war aber noch früh und sie selbst betraten das Praetorium nicht, damit sie nicht unrein würden, sondern das Pascha essen könnten. Johannes 18:33. Nun ging Pilatus wieder ins Praetorium hinein und rief Jesus und fragte ihn, bist du der König der Juden? Johannes 19:9. Und er ging wieder in das Praetorium hinein und sprach zu Jesus, woher bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Gabata hieß nach Johannes 19:13 ein mit Stein oder Mosaikboden gepflasterter Platz in Jerusalem. Dort übte der Präfekt des Römischen Reiches über die Provinz Judäa Pontius Pilatus um 30 sein Richteramt aus. Auf diese Worte hin ließ Pilatus Jesus herausführen
und er setzte sich auf den Richterstuhl an dem Platz, der Litos Strotos auf Hebräisch Gabata heißt. Braunschweig. Das alte Stadtrathaus. Das ist damit gemeint. Da haben sie nach der biblischen Geschichte Jesus verurteilt. Anton Ulrich war 1667 Statthalter von Braunschweig. Herzog Anton Ulrich Museum, 1754 in Braunschweig eröffnet. In seiner über 250-jährigen Geschichte entwickelte es sich zu einem der größten und bedeutendsten Kunstmuseen Deutschlands und einem der wichtigsten Museen alter Kunst der Bundesrepublik Deutschland. Ich vermute, dass Pilatus er ist. Also geschichtlich auf ihn bezogen. Hat gewisse Gründe, sicher bin ich mir nicht, aber es ist schon doch sehr markant, wie Anton Ulrich hervorgehoben wird hier in Braunschweig. Muss irgendeinen Grund haben, irgendein tiefer Grund muss dahinter stecken, aber das spielt für mich auch alles schon gar keine Rolle mehr. Aber wir machen weiter, denn er hat gelebt im Jahr 1667. Es gibt Johann Friedrich Wilhelm Jerusalem. Johann Friedrich Jerusalem vom 22. November 1709 in Osnabrück bis zum 2. September 1789 in Braunschweig. Auch Abt Jerusalem genannt, war ein deutscher protestantischer Theologe in der Zeit der Aufklärung. Der Typ. Also man muss das so wissen. Der Name Jerusalem tritt das erste Mal in der Weltgeschichte auf bei diesem Menschen. 1709. Das heißt, seine Eltern, sein Vater oder seine Mutter heißen nicht Jerusalem. Er aber heißt auf einmal Jerusalem. Wann der Name entstand, ist nicht ersichtlich. Also ich habe wirklich lange gesucht, habe nichts gefunden. Vielleicht findet einer was von euch, aber ich habe nichts gefunden, warum er auf einmal Abt Jerusalem heißt. Sehr interessante Geschichte. Denn dieser war Theologe in der Zeit der Aufklärung. Und seine Leistung. Jerusalem ist einer der wichtigsten deutschen Aufklärungstheologen. Er gilt als ein Haupt der sogenannten Neologie, die sich radikal von Dogmenbestand der herkömmlichen Theologie verabschiedete. So hat er für sein Hauptwerk Betrachtungen über die vornehmste Wahrheit der Religion, die spekulative universalistische Geschichtsphilosophie, fruchtbar gemacht und die Heilsgeschichte der weltlichen Fortschrittsgeschichte angeglichen. Dieser Mensch taucht auf einmal in der Geschichte auf mit dem Namen Jerusalem. Nicht einmal davor, außer nach den biblischen Angaben, hieß es die ganze Zeit Jerusalem. Aber er ist der Erste, der den Namen Jerusalem trägt. Der Typ hat die Heilsgeschichte der weltlichen Fortschrittsgeschichte angeglichen in einer Zeit der Aufklärung. Er lebte in einer Zeit danach, nachdem das alles passiert war. Und er konnte diese Geschichte schreiben. Er konnte sie angleichen. Und er hatte ganz viel Unterstützer gehabt, die da mitmachten. Er liegt begraben im Kloster Redaxhausen. Das andere Grab ist davor, also draußen. Er liegt da drin begraben. Was schon eine sehr hohe Stellung zeigt, wie mit Heinrich des Löwen im Braunschweiger Dom und sein Sohn und die ganzen anderen halt, die da mit bei sind. Die haben alle eine ganz hohe Stellung. So liegt er im Kloster, welches sich bezieht auf das Grab von Jesus. Also nicht sein Grab, also das draußen, aber er liegt da drin. Also hier läuft schon echt eine Nummer. Und man findet halt ganz viel von ihnen im Kloster, wenn man so ein bisschen rumguckt. Auch findet man andere Sachen wie Mose, welche sie uns zeigen, welchen es so auch nicht gab. Und sehr interessant ist der gehörnte Moses. Sie zeigen uns den gehörnten Mose. Weil alle, die ja immer sagen, ach nein, das ist ja der Gute und der hat uns doch die 10 Gebote gegeben. Also mal ganz ehrlich, so die Geschichte ist eine Geschichte. Nicht, das ist nicht bös gemeint. Wir müssen alles realistisch sehen. Und diesen Personen, wie es uns erzählt wird, gab es nicht. Muss man ganz ehrlich sagen. Aber trotzdem zeigen sie uns hier dieses Böse, was daraus verkörpert wird, was die Menschen nicht erkennen. Wie gesagt, der gehörnte Mose.
Einfach mal googeln. Ist sehr interessant, was man findet. Aber das wollte ich nur mal zeigen. Und mit den Abt Jerusalem, dass der in der Zeit der Aufklärung gelebt hat, welche. Ja, Moment. Wie gesagt, er hat in der Zeit der Aufklärung gelebt und von 1709 bis 1789. Und man muss das so sagen, für die Menschen, die dachten damals, also es wird besser gesagt, es wird in der Bibel so erzählt, dass es halt unheimlich wichtig für die Menschen war, in Jerusalem zu sterben. Ganz viele bekannte Menschen sind in Braunschweig gestorben. Heißt jetzt nicht, dass sie unbedingt hier beerdigt wurden, aber sie sind hierher gekommen und sind auch hier gestorben. Wo sie denn beerdigt wurden, spielt ja gar keine Rolle, aber für sie war es wichtig, muss man wissen. Genauso wie für ihn. Und er spielt eine ganz, ganz entscheidende Rolle in dieser ganzen Geschichte mit der Bibel und allen drumherum. Denn es gibt eine Szene aus einem Film, wo es heißt, ab der Jahrhundertwende ist nichts mehr so, wie es war. Und das stimmt. Denn zu dieser Zeit konnten die Menschen immer noch nicht lesen und schreiben. Und man konnte ihnen ganz viel erzählen, weil sie sich nicht informieren konnten, weil sie es nicht prüfen konnten. Heute haben wir die Möglichkeit, heute können wir das alles, heute können wir das alles überprüfen. Wir müssen einfach nur mit logischem Verstand daran gehen. Was eigentlich total simpel ist, wirklich. Und wir kommen nochmal jetzt zurück zu den Wappen. Das Wappen von Braunschweig ist der Löwe. Und wir haben noch ein Wappen. Wappen Deutsches Reich, Herzogtum Braunschweig. Jetzt müsst ihr wissen, damals hat man seine Kinder Heinrich den Ersten, Heinrich den Zweiten, Heinrich den Dritten genannt, sage ich jetzt mal. Mit dem Wappen ist es so. Heinrich der Löwe brachte den Braunschweiger Löwen als Wahrzeichen für Braunschweig. Ein Löwen. Doch wenn man ganz genau hinguckt in der Geschichte, wird man was erkennen. Denn Heinrich der Löwe, das Herzogtum, wird mit zwei Löwen repräsentiert. Heinrich der Erste, also überhaupt, ich sage, es ist doof nur gesagt, Heinrich der Erste, ein Löwen, der Vater, Juda. So, dann kommt der Nächste, der Erstgeborene, hat zwei Löwen und so weiter. Und Braunschweig, das Wappen vom Heinrich des Löwen. Technische Universität Braunschweig hat zwei Löwen mit drin. Fürstentum Braunschweig, Wolfenbüttel, hat zwei Löwen. Staufer Löwen. Die drei Löwen stammen aus der Zeit der Staufer. Der Zweitgeborene hat drei Löwen, müsst ihr wissen. Jetzt ist es so, nach der biblischen Geschichte verhält sich das so, dass Juda einen Löwen hat, repräsentiert. Heinrich der Löwe war stolz auf seine Abstammung her, deswegen hat dieser eine Löwe, diese Symbolik. Das Haus Ferres Juda hat zwei Löwen, welches auch die Linie von Heinrich des Löwen ist. Die Staufer haben drei Löwen, Zerach Juda. Jetzt ist es so, dass in der biblischen Geschichte steht, dass der Stamm von Zerach bis nach Dänemark ging. Und wir gucken uns jetzt das Wappen von Dänemark an. Es hat drei Löwen. Versteht ihr? Man kann überprüfen, wie die Abstammung ist, wie sie es aufgebaut haben, die biblische Geschichte. Das kann man alles überprüfen. Denn Wappen von Richard Löwenherz hat zwei Löwen, muss man wissen. Es ist halt so, dass halt Heinrich der Löwe in Exil geschickt wurde nach England zu seinen Verwandten. Zwei Löwen. Doch hatte irgendwann England drei Löwen. Aber das ist eine andere Geschichte. Wie gesagt, da hat sich der Stamm von Serach denn mit verbunden. Und es ist so, dass Irland die Harfe trägt. Blau und gelb. Blau und gelb. Denn die Harfe kommt auch bei König David vor. Es gibt Geschichten mit Heinrich des Löwen und einer Harfe. Der Bezug, da ist er wieder.
Und Irland hat die Harfe, die Abstammung, König David, die Harfe. Das Wappen von Schottland. Viele interpretieren das falsch mit dem Doppel-Lilienbord um den Löwen drumherum. Viele denken, das ist der rote Binnfaden von Cerach. Das stimmt nicht, denn die Lilie hat ein anderes Symbol, muss man wissen. Und es geht auf die Abstammung von König David, von Heinrich des Löwen, von Ferras Stamm zurück. Das ist damit gemeint. Nicht, dass es der rote Faden ist. Das interpretieren viele Leute falsch und dadurch kommt man schnell auf ein falsches Ergebnis. Das Thema ist, die Windsor haben auch ein Wappen. Und es heißt Davids Sohn. Hintergrund: Jüdische Texte aus der Zeit vor und nach Christi Geburt berichten von der Erwartung, dass der Messias aus dem Hause Davids kommen wird. Und sie haben Jesus kreuzigen lassen nach der Geschichte der Bibel. Die Windsors haben ein Wappen. Und dieses besteht aus den drei Löwen und aus der Linie von Heinrich des Löwen, König David. Und das ist die Linie Zerach, denn es steht geschrieben, dass sie sich verbunden haben, die beiden Stämme. Dieses wird uns hier präsentiert, so wie es passiert ist. Und das ist die Abstammung Heinrich des Löwen und das ist die Abstammung der Staufer. So, Ferres und Zerach, verbunden zu einer Linie, so wie es geschrieben steht. Archie ist der Nachkomme, welcher ich sage, dass er der Typ wird, in den der Satan in 27 Jahren auch einfährt, der nach der biblischen Geschichte jetzt kommen soll. Und es ist so, dass sie vorher geheiratet haben, bevor Archie geboren wurde. Das hat einen Grund, weil der Adel ganz, ganz viel Wert darauf legt, dass alles so, wie sie es schon seit Jahrhunderten handhaben, weitergeführt wird. Weil wer hätten die beiden nicht vorher geheiratet, bevor Archie nicht geboren worden wäre, wäre Archie nämlich ein Bastard geworden. Ein Bastard wird markiert in der Heraldik mit einem Querbalken drüber, so wie hier rechts oben dargestellt beim roten Löwen. Das ist ein uneheliches geborenes Kind, muss man wissen. So wird das in der Heraldik dargestellt. Dieses darf natürlich nicht passieren bei ihrem Messias. Also haben sie vorher geheiratet und dadurch kommt Archie aus dem Hause David. Und der Messias kommt für sie aus dem Hause Davids. Und ich möchte nochmal anmerken, was für ein Foto sie benutzt haben. Und man sieht es hier, was hier für eine Andeutung ist. Ich würde sogar vermuten, das haben sie so ein bisschen mit Photoshop gemacht, wenn man sich das so anguckt, damit das so rüberkommt. Aber das spielt ja hier nicht die Rolle, denn es geht darum, dass Archie aus dem Hause Davids kommt, aus dem Hause Heinrich des Löwen. Für ihren Messias, ihr Messias, da ist er. Dieses kann man anhand der Heraldik alles herausfinden. Man kann noch viel, viel mehr herausfinden. Also ich habe hier so viele Sachen, aber ich will das nur alles mal kurz anreißen, damit man sich mal Gedanken darüber macht, was ich hier gerade zeige. Weil diese Geschichte ist wirklich alles einzigartig, was man hier findet. Und ich muss mal das nächste Fenster wieder aufmachen. Und dann kommen wir auch gleich zum nächsten Thema. Denn das Rätsel um die Bundeslade. Viele Leute suchen sie und keiner hat sie bis jetzt gefunden. Es ist so, es gibt den Kirchenschatz von Dom. Und wir haben schon mitbekommen, dass der Braunschweiger Dom der Jerusalemer Tempel ist. Und es gibt den Welfenschatz. Mit Welfenschatz wird der ehemalige Reliquienschatz der Stiftskirche St. Blasius und St. Johannes des Täufers des heutigen Braunschweiger Doms bezeichnet. Und wir sehen hier schon ein Objekt, was abgebildet wird. Merkt euch das mal. Der Welfenschatz ist einer der Hauptattraktionen des Berliner Kunstwerbemuseums und einer der wertvollsten Kirchenschätze des Mittelalters. Und abgebildet
wird wieder das Kuppelreliquiar. Welfenschatz. Der sechsseitige Flyer soll Interessierte über den aktuellen Stand des Rechtsstreits um den Welfenschatz informieren und die Position der Stiftung Preußischer Kulturbesitz darlegen. Format 148 x 210 mm, Auflage 2 x 5000, Auftragsgeberin Stiftung Preußischer Kulturbesitz und vorne drauf das Kuppelreliquiar. Zu den Hauptstücken zählen das 45 cm hohe Kuppelreliquiar, die Heinrich der Löwe 1173 aus dem Heiligen Land mitgebracht hatte, und der blau-goldene Tragealtar der Kölner Goldschmiede Emilia Albertus um 1150 fertigte. Der Welfenschatz ist, anders als sein Name nahelegt, kein Fürsten, sondern ein bedeutender Kirchenschatz. US-Richter urteilen über Berliner Welfenschatz. Der Streit um den Welfenschatz geht weiter. Abgebildet: Staunen vor ein Kultobjekt des goldenen Welfenschatzes, das Kuppelreliquiar. Und ich habe einen interessanten Treffer gehabt bei einem Foto. Denn ich wollte euch ein Foto zeigen und ich wusste nicht mehr, woher ich das habe. Und das Erste, was ich dann mir gedacht habe, gucken wir mal bei Google Bildersuche und schauen, ob ich die Internetseite wiederfinde, wo ich es her habe, von der Presse halt. Und ich guckte halt so Google Bilder und hatte einen interessanten Treffer mit dem Bild. Holy Place, heiliger Ort. Also es ist schon interessant, dass ich mit so einem Bild so einen Treffer habe, weil es hätte alles sein können, aber ich habe so einen Treffer. Aber es wird besser, denn der Welfenschatz bleibt im Berlin Kunstwerbemuseum. Das ist da, wo ich das Bild her hatte, also von der Morgenpost. Die Bundeslade. Es gibt Angaben. Nach biblischen Angaben betrugen ihre Abmessung ungefähr 130, 80, 80. Länge, Breite, Höhe. Die Objektmaße. Nirgendwo wird festgelegt, ob es Länge, Breite, Höhe heißt, ob es Höhe, Länge, Breite oder Breite, Höhe, Länge. Das ist nirgendwo. Es gibt keine Linie dafür, es gibt keine Vorschrift, nichts, null, nada, niente. Das heißt, man kann es schreiben, wie man möchte. Und jetzt ist es so, der erste Platz gebührt aber unzweifelhaft ein Trageraltar aus dem Ende des 12. Jahrhunderts, dessen Folge einer Inschrift von dem Kölner Albertus verfertigt ist. Überhaupt ein Meisterwerk höchsten Ranges. Doch wird uns hier kein Trageraltar gezeigt, sondern das Kuppelreliquiar. Und dieses ist die Nummer 3, die Perle des Welfenschatzes. Denn es ging dabei um dieses Stück bei diesem Artikel, nicht um das Kuppelreliquiar. Städtliches Museum zu Berlin, preußischer Kulturbesitz. Tragealtar des Albertus aus dem Welfenschatz. Entstehungsort Köln. Historischer Standort Braunschweig, St. Blasius. Objektmaße 13,3 x 35,7 x 20,9 cm. Identitätsnummer W11. Kuppelreliquiar aus dem Welfenschatz. Entstehungsort Köln. Historischer Standort Braunschweig. Objektmaße 45,3 x 41,41. Identitätsnummer W15. Also, wir haben einmal die Bundeslade mit den biblischen Angaben Länge, Breite, Höhe 130 x 80 x 80, und wir haben jetzt Angaben eines städtischen Museums, und man kann jetzt alle Objekte selber nachgucken, und alle Objekte haben eine Angabe mit Höhe, Länge, Breite, nicht Länge, Breite, Höhe. Und das heißt, bei dem Tragealter 13,3, 35,7, 20,9 cm. Höhe des Kuppelreliquiar 45,3, 41, 41.
Und jetzt fällt was auf. Denn wir haben hier ein Muster. Denn es heißt nirgendwo, muss geschrieben, also muss es heißen in der Bibel, dass es Länge, Breite, Höhe ist. Die Geschichte entsprang auf wirklicher Begebenheit, muss man wissen. Dass sie natürlich was hinzudichten bei der biblischen Geschichte, völlig klar. Dass sie das Ding komplett so aufziehen, dass sie hier uns das alles wirklich so zeigen, so verkaufen, genauso wie sie es aufgeschrieben haben, hat einen Sinn, um diese ganze Geschichte zu festigen. Die Bundeslade ist das Kuppelreliquiar. Denn hier sehen wir ein Muster. Ihr seht es. Bloß nicht, dass es in echt ist, Länge, Höhe, Breite, Länge, Breite, Höhe, sondern Höhe, Länge, Breite. Denn das sind die richtigen Angaben. Und das ist die echte Bundeslade. Denn viele Menschen sagen schon, der Satan hat seinen Sitz in Berlin. Richtig, denn da steht er. Denn da ist das Ding, das Kuppelreliquiar. Weswegen uns das auch ganz oft in der Presse gezeigt wird. Es gibt eine Reportage von den Templern, wo die Templer sagen, wenn wir wüssten, wo die Bundeslade ist, dann würden wir sie ausstellen. Und sie haben sie ausgestellt, in aller Öffentlichkeit. Und sie machen noch ein Heckmeck drumherum, nach dem Motto, damit es schön in den Medien ist und keiner kriegt es mit, was damit gemeint ist. Aber wir machen weiter. Inschriftennet. Stadt Braunschweig bis 1528 Einleitung. Eine große Anzahl von Inschriften steht im Zusammenhang mit dem Braunschweiger Dom. In diesen Inschriftenkomplex gehört vor allem der seit dem 19. Jahrhundert als Welfenschatz bezeichnete Stiftschatz mit seinen hervorragenden Kunstwerken. Die frühesten Schriftzeugnisse befinden sich auf den Schenkungen des brunonischen Grafenhauses. Drei Inschriften nennen Heinrich den Löwen als Stifter. So, und der missverständliche Name Welfenschatz für den Kirchenschatz des Braunschweiger Stiftes St. Blasi entstand im 19. Jahrhundert. Die Stiftung bzw. der Erwerb des Braunschweiger Kirchenschatzes ist erstmals von Neumann in drei chronologischen Schwerpunkte unterteilt worden, die drei. Die Stiftungen Heinrich des Löwen aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts. Die Sachen kommen von ihnen, so wie es in der Bibel geschrieben steht. Und das Verzeichnis benannte ferner diejenigen Reliquiare, die an den Kirchenfesten auf den Hochaltar gestellt wurden. Darunter befanden sich die drei Tragealtäre im Vordergrund der Albertusaltar, über dem wohl auf einem Podest ein Marienbild in der Mitte des Altars aufgestellt wurde. Oberhalb der anderen Tragealtäre standen die Reliquienbürsten des heiligen Blasius und Cosmas. Neun weitere Schreine und heilige Gefäße standen auf oder hingen über dem Altar. Dazu kamen zwei oder mehrere Ziborien. Bei Präzisionen wurden das Kuppelreliquiar umme Hof, also wohl um den Stiftsbezirk, getragen. Dem Dekan stand es zu, das Welfenkreuz Nr. 6 vorzutragen. Das heißt, dieses Kuppelreliquiar wurde um den Stiftsbezirk getragen. Und bei Wikipedia zeigen sie uns, wie die Bundeslade nach Jerusalem gekommen ist, also bildlich dargestellt. Die Bundeslade, ihr habt schon von dem Größenvergleich ein bisschen gesehen, wenn die Menschen vor den Schaukasten standen, wie groß das Ding ist. Und schaut euch mal das Bild an. Also es ist schon erstaunlich, wie sie uns das hier alles verkaufen. Denn auch dieses Herumtragen ist eine Andeutung auf das, was sie damals gemacht haben hier in Braunschweig mit den Kuppelreliquiar. Und dieses ist es, welches die Bundeslade aus der Bibel ist. Die ganze Welt sucht nach der Bundeslade. Doch keiner findet sie, weil keiner weiß, wie die wahre Geschichte ist. Und das ist das, was ich meinte. Wer seine Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen. Warum ich gerne auch möchte, dass man mir nicht glaubt, sondern sich selber informiert über das, was ich hier zeige. Weil, wie ich schon meinte, die Geschichte von Braunschweig und Heinrich des Löwen ist einzigartig in dieser Welt. Und es hat einen Grund.
Und man kann das alles herausfinden, wenn man sich damit beschäftigt. Aber es gibt noch krassere Indizien. Ich zeige euch noch was. Denn es gibt Gebäude wie den Berliner Dom, von 1894 bis 1905 gebaut. Höhe 98 Meter, Grundfläche 72. Also, ihr seht schon, die Zahlen, sie tauchen immer wieder auf. Und schauen wir uns das mal genauer an. Fällt doch schon ein bisschen was auf, woher die Idee des Gebäudes stammt, wenn man weiß, was eigentlich dahinter steckt. Und dann macht das auch alles viel mehr Sinn, wenn man so ein bisschen rumguckt in der Welt, so wie in Jerusalem, die Moschee. Denn halt aus Jerusalem heißt es, kommen alle Religionen, das Judentum, das Christentum und der Koran. Und das ist wahr, alles kommt aus Braunschweig. Und wir haben in Braunschweig den altjüdischen Friedhof. Also altjüdischer Friedhof. Ein historischer Friedhof ist das an der Hamburger Straße. Und es ist an der Hamburger Straße Nummer 66. Und auf diesem Grundstück steht ein Mausoleum. Und ihr seht, vielleicht fällt es jetzt schon wieder auf. Denn das ist alles jüdisch, was wir hier sehen. Auch das Kuppelreliquiär bezieht sich auf den Judentum. Und das ist ein Foto von mir, wo ich davor war. Eigentlich wollte ich drauf gehen, aber es war abgeschlossen. Ist ja auch nicht schlimm, muss man sich ja nicht unbedingt von nahen angucken. Aber wie gesagt, es fällt schon verdammt auf, was uns hier gezeigt wird oder in welcher Verbindung das steht. Ihr seht hier die Dreiecke, die Vorsprünge als Dachvorsprung, so mit den Durchstoßenden. Kurz erklärt, dass von oben ist das Kuppelreliquiär ein Kreuz und ist durchdrungen von einem Quadrat. So, und ein Quadrat bezieht sich wieder mit auf den Kubus. Ach, das ist, wie gesagt, das bezieht sich alles auf ihre Scheiße, muss man mal so ganz ehrlich sagen. Und auch dieses sehen wir hier oben an dem Mausoleum. So, die Ecken, welche sie damit andeuten. Das ist alles jüdisch. Diese Sachen, die wir hier sehen, diese Schnitzereien aus was weiß ich, was das gerade ist für Material, wurden nachträglich dazu gemacht, muss man sagen. Ihr habt das gesehen, was sie gemacht haben mit den siebenarmigen Leuchter im Braunschweiger Dom, eines der wichtigsten Ausstellungsstücke im Braunschweiger Dom. Sie verändern es und genauso tun sie es hier auch. Sie erzeugen eine Geschichte. Und die Bundeslade ist das Kuppelreliquiär. Und von diesem gibt es noch ein Schwesternstück. Hier nochmal beide auf dem Foto wegen Größenvergleich ein bisschen, damit ihr es mal wisst. Und das eine stand in Braunschweig und das andere in Hochelten. Das aus Hochelten ist jetzt in London. Und es heißt, das hat England von Hannover gelernt. Auf dem britischen Königsthron sitzt seit 300 Jahren ein deutsches Adelsgeschlecht. Wie es sich dort festgesetzt hat, das zeigen zwei Ausstellungen. London staunt über seine Herrscher. Von Deutschland geht alles aus. Und man muss jetzt dazu sagen, bei diesem Kuppelreliquiär können Sie sogar ein Datum angeben. Bei den anderen Kuppelreliquiär aus Braunschweig können Sie es nicht angeben. Da können Sie nur sagen Ende des 12. Jahrhunderts. Und ganz entscheidend für mich ist, welches Stück wichtiger ist, zeigen mir die Füße wieder mal so oft wie bei den siebenarmigen Leuchter. Denn das ist eine Figur von dem Fuß des Kuppelreliquiär aus Hochelten. Und wir sehen schon was ganz Entscheidendes. Dieser Drache oder Greif, was es jetzt sein soll, ist so ein bisschen, er schaut so ein bisschen dödlich. So, kennt ihr das so von Comicfiguren, dieses so schaut er. Das ist für mich kein Stolz. Das hat für mich nichts. Das ist nicht machtvoll. Das ist nicht für sie wirklich, was ihnen entspricht. Denn das ist das von Braunschweig, der Fuß. Seht ihr das? Den Unterschied, dieses Erhabene, dieser böse Blick. Wie gesagt, das sind die Füße von Braunschweig und sie haben auch keine Ohren. Das andere hat Ohren, das andere Objekt. Und das aus Braunschweig nicht. Und man sieht auch, wie gesagt, von der Gestik her, kommt ganz, ganz anders rüber als wie das aus von Hochelten. Weswegen
dass aus Braunschweig das Wichtigere ist, weil auch das wird in den Medien die ganze Zeit erwähnt. Muss man dazu sehen. Jetzt nicht nur anhand der Symbolik, was sie uns zeigen, sondern auch so, was sie drumherum fabrizieren. Damit jeder kriegt es mit, aber keiner hat eine Ahnung, worum es da eigentlich in Wirklichkeit geht. Und das wissen wirklich nur die bösen Menschen alles. Und ja, das Kuppelreliquiar aus dem Welfenschatz, also des Kirchenschatzes Braunschweiger Dom, ist die Bundeslade, auf welche die Geschichte der Bibel basiert. Interessante Geschichte, was man alles hier so rausfindet. Aber ich muss das nächste Fenster aufmachen. Ich wollte euch noch mal gern was zeigen zu den Jordan, zu dem Fluss. Weil ihr habt ja schon mitbekommen mit den Namen vorhin, wie, von welchen Menschen die entstanden. Wie gesagt, also es hat ja alles einen Sinn. Diese ganze Geschichte da drüben, welche uns verkauft wird, entspringt ja hier auf Menschen, die es hier gegeben hat, die Teils der Geschichte sind, die sehr, sehr entscheidend sind. Weswegen halt dieses Buch entstanden ist. Und der Jordan heißt sinngemäß der herabsteigende Fluss. Es ist ein Fluss im Nahen Osten. Gemäß der jüdischen Überlieferung bildet der Jordan die Grenze des Landes Israel zu den anderen Völkern. In Braunschweig gibt es die Oka. Die Oka ist ein 128,3 Kilometer langer linker Nebenfluss der Aller in Niedersachsen. Sie entspringt in den Höhenlagen des Harzes und ist wegen ihrer Zuflüsse aus dem Brockengebiet eines der wasserreichsten regionalen Gewässer. Sie wurde 747, Boeing 747, merke ich nur mal, das erste Mal als Ovakara im Zusammenhang mit dem Okerübergang in Orum erwähnt, womit dieser Ort zusammen mit Schöning der älteste schriftgenannten Niedersachsen ist. Orum war auch Schauplatz einer von Karl dem Großen inszenierten Massentaufen. Weitere historische Schauplätze sind die Kaiserpfalz Werla sowie die Städte Braunschweig und Wolfenbüttel. Und es heißt, der Jordan, also sinngemäß heißt es übersetzt, der herabsteigende Fluss. Die Oka entspringt im Harz und fließt zu uns hier runter. Das ist der Bezug dazu. Geschichte der Oka, Grenzfluss. Bereits in der vorfränkischen Zeit war die Oka wegen ihres hohen und unregelmäßigen Wasseraufkommens Stammesgrenze zwischen den Sachsen und den Thüringern. Bedeutende Ereignisse entlang der Oka. 861, legendäre Gründung Braunschweigs durch die Brunonen. Hier wird erwähnt, dass halt Braunschweig 861 gegründet wurde. Was natürlich urkundlich jetzt natürlich nicht festgehalten werden soll, also wird, also Sie wissen es ja, und hier wird es nochmal als legendäre Gründung erwähnt, nebenbei bei der Geschichte bei der Oka. Denn die Oka ist der Jordan drüben in Israel, also der angebliche. Also hier entsprang die Geschichte von dem Jordan für die Bibel. So muss man das verstehen, so haben sie es gemacht, nur um mal so ein bisschen zu verstehen, wie sie alles aufgebaut haben. Denn alles in der Bibel hat einen Bezugspunkt. Wirklich alles. Also man kann alles herausfinden, wenn man sich damit beschäftigt. Gerade wenn man gewisse Ansatzpunkte jetzt kennt, kann man dann viel, viel besser nachgehen und recherchieren, als wenn man nicht weiß, wohin man gucken muss. Aber wenn man irgendwie den Weg gefunden hat, dann ist das so ein Weg, den man so durchgeht und man findet überall was. Also das ist krass, das ist wirklich krass, was man alles hier finden kann. Also das ist echt alles nur ein Bruchteil, was ich euch hier zeige. Ich möchte nämlich auch nochmal gerne zur Timeline kommen. Das ist die Timeline von James Usher, wie er sie errechnet hat, anhand der Bibel. In der Bibel verstecken sie ganz viel Wahrheit. Heinrich der Löwe ist König David. Wir haben zwei Personen in einer Timeline. Das heißt, König David, also die Zeit vor König David und die Zeit nach König David, können wir in die Tonne treten. Weil Heinrich der Löwe ist König David aus der Geschichte. Somit verändert sich die ganze Timeline, aber so komplett. Jetzt, das ist alles nur eine Theorie, möchte ich gerne betonen. Das ist nichts Fixes. Das andere kann ich euch alles zeigen, kann ich euch alles beweisen in dem Moment. Aber das ist nur eine Theorie, dem muss man halt noch weiter nachgehen, um das alles herauszufinden. Aber das ist unheimlich schwer, weil es die ganze Geschichte dieser Welt ist, die man gerade zerlegt. Und es geht halt nicht so schnell. Dauert halt alles ein bisschen seine Zeit. Aber kurz angemerkt, ich möchte halt mal gerne diese Theorie, die ich habe, gerne zeigen, weil es garantiert viele Fragen gibt, weil
Wenn man gewisse Punkte beachtet, fällt dann auf, Abt Jerusalem, der Name Jerusalem tritt auf das erste Mal im 18. Jahrhundert und so weiter und so weiter. Gefing bestimmte Fixpunkte. Wie ich schon meinte, ab der Jahrhundertwende ist nichts mehr so, wie es ist. Und dadurch, dass wir halt die Timeline von König David in die Tonne treten können, sieht das alles ganz anders aus. Und ich habe mir wirklich lange, lange Gedanken gemacht, wie könnten sie es gemacht haben. Ich habe ganz viele Sachen berechnet, ich habe ganz viele Sachen berücksichtigt, ach, ich habe so viel gemacht. Und dann fiel es mir wieder ein. Eigentlich machen sie es immer ganz simpel. Eigentlich ist alles ganz leicht. Und ich dachte mir, mache ich es mir doch mal leicht. Und es ist jetzt nur eine Theorie. Die Timeline. Wir kloppen König Davids Zeit, also die davor und die danach, einfach mal in die Tonne und ziehen die Zeit vor der Sintflut bis zum Nullpunkt. Und sie brauchen einen Nullpunkt, sie müssen irgendwo ansetzen. Und sie haben die Geburt Christi meiner Meinung nach als Nullpunkt nach dem Ende der Sintflut genommen. Worauf sich denn alles erst entwickelt hat, die ganzen Stämme und so weiter und so fort. Kann auch sein, dass es der Anfang des Königtums war, also halt, wo sie sich adelig gemacht haben quasi, aber ich tendiere eher zu Sintflut. Aber das ist nur Theorie. Wie gesagt, das hier ist nichts Fixes. Das andere kann ich euch echt alles mal alles zeigen, so. Aber ich möchte das nur mal erwähnen, um halt klar zu machen, dass die Timeline komplett für den Arsch ist, was uns hier erzählt wird. Denn die Bibel konnte erst geschrieben werden nach Heinrich des Löwen, nachdem er gelebt hat und nachdem Otto der Vierte, sein Sohn, gelebt hat, der deutscher Kaiser war, welcher König Salomo ist und ein paar andere Personen, die erst später dazu kamen, wie der Abt Jerusalem, der im 18. Jahrhundert zur Zeit der Aufklärung einer der wichtigsten Personen war, der seine Finger mit ins Spiel hatte. Deutet alles darauf hin, dass es gar nicht so lange her ist. Somit macht das auch viel mehr Sinn, diese ganze Entstehung, weil es gibt die Weltbevölkerung. Ups, falsches Bild. So. Nach dem Jahr 1700 setzt ein rapides Bevölkerungswachstum ein. Nach 1700, also nach dem 18. Jahrhundert. Neuzeit. Bei einem Bevölkerungswachstum von jährlich rund 80 Millionen Menschen steigt die Zahl der Erdenbürger jeden Tag um fast 220.000 und in jeder Minute um über 150 Menschen. Weltbevölkerung von 1800 bis 21. Jahrhundert. Guckt euch an, wie die Linie hochgeht, wie viele Menschen auf einmal es gibt. Es gibt immer mehr, es ist wie so eine Kettenreaktion. So, es werden immer mehr. Das heißt, es hat sich alles entwickelt. Wenn wir uns jetzt die Timeline angucken, das 18. Jahrhundert ist hier vorne, so bei der Null kann man sagen, ein bisschen dahinter. Ab da ist die Population der Menschen extrem explodiert. Der Punkt ist, also haben sie entweder das Ende der Sintflut als Nullpunkt für Christi genommen, wonach alles entstanden ist. Das heißt, damals die Menschen haben sich alle entwickelt, die Völkerwanderungen sind passiert. Seuchen, Hungersnöte, Menschen sind umgekommen, die Entwicklung war halt nicht so weit, die Menschen haben sich entwickelt, wurden immer mehr, haben sich ein bisschen besser gebildet und so weiter. Und auf einmal, boom, der Explosionsboom, weil die Menschen auf einem Level waren, wo sie halt sich besser ernähren konnten, sie mussten nicht mehr so kämpfen um ihr Leben, also draußen in der Natur. Das ist so das Thema, also sie haben sie entwickelt und dadurch konnten halt sich die Menschen besser vermehren. Und man sieht so richtig, man kann sich das so richtig angucken, quasi, wenn man sich so die Geschichte anguckt und sich damit beschäftigt. Deswegen, aber das ist nur meine Theorie und meine Meinung zählt in dieser Welt nicht. Deswegen, ich möchte nur zeigen, was man finden kann und dass man sich darüber Gedanken machen soll, was uns hier so verschwiegen wird, die wahre Geschichte. Und das ist das, was ich gerne mit diesem Video zeigen wollte, was ich so gefunden habe. Weil ich habe halt das Glück, dass ich in Braunschweig wohne. Und mich dadurch zufällig wirklich mit dieser Geschichte beschäftigt habe, weil das ist ja das, was sie gemacht haben bei den Menschen in der Welt. Also gerade aus Deutschland. Sie haben eine Geschichte erzeugt in einem anderen Land, welche eigentlich auf deutsche Begebenheit basiert. Und das ist halt das Thema. Und man muss auch realistisch bleiben. Dieses Buch wurde geschrieben von ihnen. Es ist so, dass uns einmal in dieser Welt die Wahrheit gegeben werden muss. Aber
aber auf welche Art und Weise wurde niemals festgehalten. Das heißt, sie zeigen es auf ihre Art und Weise für uns. Und wir müssen es jetzt aber halt erkennen und die Wahrheit herausfinden. Und es heißt, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und das stimmt. Das ist die Wahrheit. Denn alles, was sie über Jesus da geschrieben haben, was er gesagt haben soll, ist die Wahrheit. Wir können das überprüfen. Wir sehen, dass er sagt zu den Juden, in der Geschichte sagt er zu den Juden, ihr seid die Kinder des Teufels und nach eurem Vaters Begehren wollt ihr tun. Und jetzt gehen wir raus in die Welt und gucken uns diese Welt an. Wer regiert über diese Welt? Es sind die Juden, es sind die Rothschild, die Rockefeller, so die Windsors und so weiter. Ihr seht es selber, die Abstammung, alles Juden. Und ich habe nichts gegen die Menschen. Ich habe nur was sie mit anderen Menschen machen. Und das ist nicht, das macht man nicht. Und wie gesagt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand findet zum Vater außer durch ihn. Und das stimmt, weil wer sich mit ihm nicht beschäftigt und versteht, dass das, was Jesus da sagt, was da geschrieben steht, alles die Wahrheit ist. Weil wie gesagt, wir können das alles vergleichen. Wir können wirklich alles vergleichen. In der Bibel ist es nämlich so, dass es um den Geist der Wahrheit geht und um den Geist der Lüge. So, dieses ist ein spirituelles Buch und dieses muss man verstehen, weil Lesen alleine reicht manchmal nicht aus. Lesen ist gut und schön, aber zu verstehen, was da gesagt wird, ist ganz, ganz wichtig. Und die Menschen sagen oft, sie glauben an Jesus, aber halten sich nicht an sein Wort. Und wenn man an jemanden glaubt, dann hört man auch auf ihn. Und gerade in diesem Bezug, und das ist das, was die Menschen schon da nicht schaffen. Und hört sich total doof an, wenn man das so sagt, aber so ist es wirklich. Die Menschen glauben an eine Geschichte wie bei Star Wars. Es hört sich so total bekloppt an, wenn man sowas sagt, aber es ist wirklich so. Aber mit dieser Geschichte kann man sich erlösen aus dieser Welt. Weil über diese Geschichte kann man die Wahrheit herauskriegen, wenn man die Wahrheit liebt und sich auf den Weg macht, dieses zu finden. Und es reicht nicht aus, einfach nur zu Hause zu sitzen vom Rechner und sich Videos anzugucken. Man muss sich wirklich damit beschäftigen. Weil erst dann wird man das alles verstehen, was hier passiert. Und ich sage auch, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Weil nur durch ihn findet man zum Vater. Und das stimmt. Es gibt keinen anderen Weg drumherum. Weil man kann das alles nicht herausfinden, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Und dann versteht man auch, was da drin geschrieben ist, der Geist der Wahrheit ist. Und sie geben ihn uns ganz krass und direkt. Doch verstehen die Menschen nicht leider, was sie, also ja, verstehen ist schlecht gesagt. Besser ist gesagt halt, sie wissen es einfach nicht, was ihnen da so vorgehalten wird. Aber trotzdem kann man durch ihn das alles herausfinden. Und deswegen sage ich auch, man sollte sich damit beschäftigen. Und es hat einen Menschen gegeben, so der die Wahrheit gesagt hat, den sie hassen. Und dieser für mich ist so unheimlich wichtig, so um, ja, wie gesagt, es steht geschrieben in der Bibel, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und er wird größere tun, als wie ich, also als wie ich sie tue. Und das ist krass, dass sowas, an sowas glaubt man ja nicht, dass man sowas überhaupt machen kann. Aber man muss es so sehen, diese Wundertaten, die uns da erzählt werden, sind nicht so passiert, wie sie uns erzählt werden. Es ist mehr so, dieses, wenn man den Menschen die Wahrheit zeigt und die Menschen das erkennen, denn fangen sie an zu verstehen, sie sehen es, sie erkennen es, sie wachen auf. So, sie fangen an zu sehen, sie werden sehend. Blinde werden sehend. Das ist damit gemeint. Und diese Menschen gab es damals auf jeden Fall, weil wir finden ein Grab, wir sehen, dass es Archie gab, also gibt, gab, also es gibt ihn ja, und wir können das alles sehen. Und dieses Buch ist ein Buch der Geschichte für das, was uns erwarten wird. Aber halt nur verkauft in einer anderen Story, ohne zu wissen, warum das alles passiert. Weil wenn man das alles versteht, dass in Deutschland die ganze Geschichte entspringt, versteht man auch, dass die Apokalypse uns, so bei den sieben Siegel, wir zweimal getroffen werden. Sprich, wir sind das dritte Siegel mit dem Blackout, ja. Und wir sind das fünfte Siegel. Also halt die Menschen, die in den falschen Glauben sterben werden, die dann vor dem Altar stehen und mit lauter Stimme rufen, wann rächst du unser Blut an denjenigen, die auf der Erde leben?
Und das ist das, was passieren wird, alles. So, es wird passieren, leider. Weil, sind wir realistisch, gucken wir uns aus die Welt an. Ey, sie haben die Menschen so krass manipuliert, aber so richtig krass. Und es ist schwer, den Menschen was zu erklären, woran sie halt echt glauben. Ich möchte auch, wie gesagt, keinen vorschreiben, dass er irgendwie was glauben soll oder so, oder sich damit beschäftigen muss. Aber wer die Wahrheit liebt, so sollte halt dem nachgehen. Denn es heißt auch, denn die Wahrheit macht uns frei. Und das stimmt. So, egal wie schmerzhaft manchmal die Wahrheit ist. Manchmal ist es besser, die Wahrheit zu wissen, als wie mit einer Lüge zu leben und am Ende zu merken, es war alles Zeitverschwendung. Das ist halt das Thema. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte euch das alles mal gern gezeigt haben. Ich hoffe, ihr konntet das so ein bisschen verfolgen oder so verstehen, was ich da so ein bisschen gezeigt habe. Es sind ein paar krasse Sachen bei gewesen. Aber ja, deswegen. Gut. Ich wünsche euch was und wir hören uns, ja? Also macht's gut erstmal. Ciao, ciao.